Ich hoffe, es geht dir gut. Gleich hinterher unser Mike hier reingekommen in den Chat. Hallo, mein lieber Mike, ich hoffe, es geht dir gut. Du bist genesen, du auch schon im 8. Monat hintereinander hier mit dem Abo drin im Carlo-Stream. Mein lieber, ich danke dir für deine Unterstützung, für deinen Support, für deine Anrufe. Danke, mein lieber Mike, unser Kind kommt direkt auch nächsten Monat. Wenn du magst, du hast es in der Hand und es werden wunderschöne Geschwister. Celine, hallo, meine Liebe. Wie geht's dir denn, Celine? Ein Wunder schreibst du, dass der Carlo wieder streamt. Ja, liebe Celine, derzeit nur einmal die Woche, aber das wird auch wieder mehr. Und Hexe hostet diesen Stream hier. Und Leute, ja, die Challenge läuft hier, der Boost. So ganz habe ich das mit dem Boost noch nicht verstanden. Das überlasse ich einfach euch. Ja, Leute, Mille ist auch dabei. Zenpower auch heute mal hier dabei in der Show. Du hast es geschafft. Hallo, hallo, hallo. Grabwächter auch mit dem Abo obendrauf. Danke, mein lieber Grabwächter, für deine Unterstützung, für deinen Support. Mein Lieber. Und ja, da sind wir. Hexe meldet sich zum Dienst. Dann kann es doch wohl auch losgehen. Hallo, Chat. Hallo, Leute. Ich blende es ja nicht mehr ein. Leute, herzlich willkommen zur 120. Call Carlo Show hier auf Twitch. Zum 120. Carlo Stream, sage ich mal, denn zwischenzeitlich haben wir ja auch ein bisschen gezockt hier und nicht immer nur Call-In-Show gemacht, meine Lieben. Moment mal. Ja, genau, der 120. Call-In-Stream. So, jetzt habe ich es aber auch. Jetzt sind wir wach, jetzt sind wir angekommen. Meine Güte. Ja, 120, das ist doch mal was, oder? Wie alt sind die USA? Sind doch erst irgendwie, die sind auch schon 250. Ne? Ach, egal. Leute, 120 Call-Carlo-Shows, meine Lieben. Und ja, danke an alle Booster. Ja, lass den Booster mal richtig knacken. Meine Güte, was war das wieder für eine arbeitsame Woche, oder? Und heute viele Themen. Heute sehr viele Themen hier in der Call Carlo Call-In Show. Und danke, mein lieber Zenpower oder meine liebe, liebe Zuschauerin, liebe Zuschauer, danke für dein Abo hier im Carlo Stream. Danke, Mike, für deinen Host und danke, mein lieber Zen. Danke für deine Unterstützung hier. Leute, heute viele Themen. Heute Themen. Also ich sag mal Themen über Themen. Unsere Themen heute hier im Call-In Stream. Corona, Waffeln, Pfannkuchen und Promis. Also wenn das mal, bei euch heißt es ja Palatschinken, ne? Also wenn das mal in Wien, also wenn das mal, mein lieber Zen, wenn das wirklich mal keine Themenauswahl ist, oder? Also ich sage, heute hier auf der Carlo-Karte der Verweis auf unsere Themen, die hier eingeblendet sind. Von der Carlo-Karte der Verweis auf die Themen, die hier eingeblendet sind. Heute Corona, Waffeln, Pfannkuchen, Promis. Also das ist mal eine Themen, oder? Jetzt sag doch auch mal, Zen, jetzt sag es doch auch mal. Ich glaube, Milchbaum ist ein Promi. Ich glaube schon. Also das glaube ich aber schon. Und danke nochmal für deine Unterstützung, für deinen Support, mein Lieber. So, jetzt muss ich mal ein bisschen am iPad hier rumfummeln, aber auch das haben wir gleich, ne? Auch das haben wir gleich. Leute, herzlich willkommen zur Call Carlo Call-In Show. Mein Name ist Carlo, ihr seid der Carlo Club und ihr könnt hier anrufen heute in der Sendung zu den Themen Corona, Waffeln, Pfannkuchen und Promis. Seid ihr, wir sind keine Hooligans, wir sind Ronny Berger Fans, so ist es. Leute, seid ihr mehr die Waffelfraktion? Oder seid ihr so, bist du so ein Pfannkuchenmann? Hast du genug von Corona? Wünschst du dir härtere Maßnahmen oder weniger? Hast du schon mal einen Promi auf der Straße gesehen? Bist du ein Promi? Hast du schon mal mit einem Promi gesprochen? Leute, heute reinkommen hier in die Sendung, Leitungen sind geschaltet, meine Lieben. Wenn ich euch nochmal erklären darf, wie ihr reinkommen könnt in die Sendung, ganz einfach. Ihr ruft an die 0175-252-7575, so wie hier eingeblendet, mit einer Flatrate quasi kostenfrei oder für ein paar Cent die Minute. Oder wenn ihr komplett abgebrannt seid, dann könnt ihr auch reinkommen hier in die Sendung über den Discord, Ausrufezeichen DC in den Chat oder Ausrufezeichen Discord in den Chat. Dann könnt ihr auf meinem Discord im Carlo Club im Bereich Call-In-Show, könnt ihr in die Warteräume gehen für Anrufer und dann ziehe ich euch live und dann können wir hier sprechen heute zu den Themen Corona, Waffeln, Pfannkuchen und Promis. Ja, meine Lieben, endlich wieder online, oder? Endlich wieder ein bisschen rumtwitschen mit euch. Und hallo nochmal, mein lieber Elias.
Ronny, Leute, sag mal, was ist eigentlich mit Ronny los? Ronny hat schon diesen ganzen Partnerkram, hast du das gesehen auf Ronnys Insta? Der hat den ganzen Partnerkram abgeschlossen. Ronny kann schon Partner werden. Ronny kann sich bewerben, um Partner zu werden. Bei Twitch, unser Ronny. Und die Locken kommen auch wieder, was mich ganz besonders freut. Ich fand den Iro gut. Ich fand die quasi Glatze, fand ich irgendwie auch gut, mit ganz kurzen Haaren. Aber natürlich der Ronny mit seiner Wuschelmähne, das ist natürlich der Original-Ronny, möchte ich mal sagen. Meine Lieben, herzlich willkommen nochmal hier in der Show. Die Themen heute: Corona, Waffeln, Pfannkuchen und Promis, meine Lieben. Wenn ihr hier reinkommen wollt zu den Themen Corona, Waffeln, Pfannkuchen und Promis, dann einfach anrufen 0175 252 7575 mit einer Flatrate, quasi kostenfrei, ohne Flatrate, nur ein paar Cent die Minute. Und wenn ihr komplett abgebrannt seid, weil ihr zu viele Waffeln gefuttert habt, dann könnt ihr reinkommen über den Discord hier in die Show. Gebt ein DC in den Chat, geht in den Warteraum und dann sehe ich euch und dann ziehe ich euch hier rein, meine Lieben. Und mein lieber Brunch, du bist auch dabei. Affections, du stellst dich auch ein. Leute, hallo, hallo, hallo. Herzlich willkommen zu einer neuen Call Carlo Call-In Show hier auf Twitch. Mein lieber It's Brunch schreibt, bei dir wird das auch nicht mehr lange dauern mit dem Partner. Die Frage ist ja, ich glaube, stell dir mal vor, du hast alles erfüllt, um Partner zu werden. Diese ganzen im Backend, Leute, wenn ihr nicht selber streamt, Twitch zeigt euch im Backend immer an, wie viele Schritte es noch braucht, um potenziell Partner werden zu können. Und wenn du diese Schritte alle erfüllt hast, dann kannst du dich bewerben, Partner bei Twitch Deutschland zu werden. Und wenn du das dann gemacht hast, dann heißt das noch lange nicht, dass sie dich nehmen. Aber wenn sie dich nehmen, dann hast du ja dieses kleine Häkchen neben deinem Namen. Soll ich euch mal ganz ehrlich was sagen? Ich glaube, das macht ganz schön Druck. Ich glaube, das lila Partnerhäkchen macht ganz schön Druck. Guck mal, du sitzt so da, streamst so dein Game und so und dann hast du natürlich auch vielleicht ein paar Zuschauer irgendwann und dann werden das immer mehr, aber man ist so irgendwie auf entspannt noch irgendwie und dann ist so das Häkchen dabei und dann kommen die Leute in deinen Stream und sagen, Moment mal, du hast doch ein Häkchen, warum hast du denn heute nur 43 Zuschauer. Das sind ja die Sachen. Da sage ich, Partner, ja, das sieht immer ganz gut aus, das Häkchen. Aber ich glaube, mich wird das ein bisschen stressen. Ich weiß nicht. Also das ist so ein bisschen wie bei jedem Stream Prüfungsdruck haben, finde ich, oder? Ich weiß nicht, ich war noch kein Partner. Ja, aber ich sag mal, irgendwie fühlt sich das so ein bisschen am Rande nur, ne? Unter uns gesagt. Ne? Fühlt sich das für mich ein bisschen so an. Meine Lieben, Eierkuchen, süß oder herzhaft? Ja, das ist aber süß oder herzhaft? Ja. Ach, du sagst Eierkuchen. Ah, ja, stimmt. Man muss dazu wissen, bei unserem Mike heißt der Pfannkuchen Berliner. Also, bei unserem Mike, da heißt der Berliner, ne, dieser mit Marmelade gefüllte Fettgebäck, heißt Pfannkuchen in Berlin, bei unserem Mike. Da heißt der Berliner, heißt Pfannkuchen. Und der Pfannkuchen, also hier aus der Pfanne mit Marmelade oder Apfelmus oder so, oder Zimt und Zucker, Nutella, wie auch immer, aus der Pfanne, also ich sag mal, der deutsche Crepe, sag ich mal, der heißt Eierkuchen. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, der Name Eierkuchen, oder der Begriff Eierkuchen macht mir immer ein bisschen mehr Bock auf Pfannkuchen als der Begriff Pfannkuchen. Also jetzt seid ihr natürlich ausgestiegen, ich irgendwie auch, egal, wie auch immer. Also Leute, lasst es euch schmecken. Nee, ehrlich gesagt, Eierkuchen süß oder herzhaft? Ja, da muss ich ganz ehrlich sagen, ein Pfannkuchen, also so einen deutschen Eierkuchen, ja, aus der Pfanne, den würde ich jetzt so mit Käse und das ist aber auch so eine Kindheitssache, ne? So mit Käse und Schinken und Pilzen und so, herzhaft, Eierkuchen, Pfannkuchen aus der Pfanne, sehe ich mich nicht so. Also ich sag mal, beim Pfannkuchen, beim Eierkuchen aus der Pfanne, da sehe ich mich eher beim Apfelmus mit Zimt und Zucker. Da sehe ich mich eher bei Nutella. Da sehe ich mich bei Nutella mit Banane. Da sehe ich mich ganz klassisch bei der Erdbeermarmelade, ja. Da sehe ich mich süß. Also beim Eierkuchen, Pfannkuchen aus der Pfanne sehe ich mich süß. Aber komischerweise, das sind alles so Sachen mit der Prägung, komischerweise beim Crepe auf dem Weihnachtsmarkt, Gott hab ihn selig, gibt's ja nicht mehr. Beim Crepe ist es ja voll, oder bei der Kirmes, beim Crepe ist es ja folgendermaßen. Den Crepe esse ich eigentlich auch immer süß. Aber wenn ich einen süßen Crepe-Pfannkuchen-Eierkuchen essen würde, dann würde ich natürlich, wenn ich den herzhaft irgendwie da, also ich würde nur einen Crepe herzhaft essen. Also jetzt sagen wir es mal klar raus, ich würde nur einen Crepe herzhaft essen. Frag mich nicht, woher das kommt. Ein Crepe mit Käse und Schinken. Ein Crepe, aber nicht mit Salami.
Also so halt. Ich weiß nicht. Also wie soll ich euch das? Das ist halt so Kindheitssachen irgendwie. Irgendwie so Kindheitssachen. Also Pfannkuchen, Eierkuchen aus der Pfanne, so deutscher Crepe, also deutsche Version mit Marmelade und so, ja. Aber so ein Crepe, auch eher süß, aber wenn herzhaft, dann ein Crepe mit, ach, jetzt ist mir auch egal. Ihr habt es, glaube ich, jetzt verstanden, Leute. Gernhard, hallo mein lieber Gernhard und hallo mein lieber LL Cool Gamer. Schön, dass ihr alle wieder reinschaut, meine Lieben. Ja, also Gernhard, letzten Mittwoch war ich, glaube ich, online. Letzten Mittwoch oder letzten Donnerstag, derzeit nur einmal die Woche, Leute, das wird aber wieder mehr. Ich muss so viel am Schreibtisch hocken, ich muss so viel im Homeoffice am Schreibtisch hocken. Da hocke ich mir den Arsch platt. Und schreibe E-Mails und andere Dinge und telefoniere und Videotelefoniere und ach Leute, was man ja heute alles machen muss, damit ein bisschen Kohle reinkommt. Ne? Also, aber es kommen auch wieder andere Zeiten und da werde ich wieder mehr streamen, mehr Call-In-Show. Ich werde hier das Carlo-Studio nochmal ein bisschen umbauen. Ich werde wieder vor der Neonwand stehen und streamen. Ich werde, keine Ahnung, vielleicht auf einem kleinen Sofa sitzen. Auf einem sehr, sehr kleinen Sofa werde ich sitzen und mit euch quatschen und ein bisschen Unsinn machen. Gucken wir ein bisschen was, spielen wir ein bisschen was. Das kommt alles dieses Jahr. 2021 kommt auch noch mal ganz viel, aber jetzt derzeit einmal die Woche Call-In-Show, meine Lieben, und ihr könnt hier anrufen. Heute zu den Themen Corona, Waffeln, Pfannkuchen, Eierkuchen, Crepe und Promis. Meine Lieben, das ist mein Themenmix, oder? Habe ich schon gesagt, dass wir viele Themen haben heute? Wir haben heute viele Themen. Habe ich schon gesagt? Habe ich schon erwähnt? Ich sag's nochmal. Wir haben heute verdammt viele Themen, das will ich euch mal sagen. Viele Themen, hier steht's und hier sind die Themen. Corona, Waffeln, Pfannkuchen, Promis. Ihr kommt hier rein in die Call-Carlo-Show zu mir mit der 0175-252-7575 aus Deutschland mit der Flatrate quasi kostenfrei. Ein ganz normales Carlo-Show-Handy mit einer ganz normalen T-Mobile-Nummer 0175-252-7575 mit einer Flatrate quasi kostenfrei. Ohne Flatrate, meine Lieben, ohne Flatrate könnt ihr hier auch reinkommen in die Sendung. Dann kostet hier ein Anruf auf dieser Nummer 0175-252-7575 nur ein paar Cent die Minute. Und wenn ihr komplett abgebrannt seid, weil ihr, ich sage mal, keine Ahnung, euch 1000 FFP2-Masken gekauft habt oder weil ihr euch ein super teures Waffeleisen gekauft habt oder keine Ahnung, dann könnt ihr auch über den Discord reinkommen hier in die Show. Das ist doch ganz klar. Geht auf meinem Discord, kommt rein in den Carlo-Club, geht in den Bereich Call-In-Show, da gibt es Warteräume für Anrufer, dann sehe ich euch. Ihr könnt auch nochmal hier in den Chat schreiben und dann hole ich euch rein in die Sendung. Ein bisschen hier zum Quatschen heute, meine Lieben. Bei euch heißt der Pfannkuchen Brotteig. Ja, why not? Da sage ich mal ganz klar, why not? Und wenn wir kein Brot mehr haben, essen wir halt Waffeln oder Pfannkuchen oder Eierkuchen oder Crepe, meine Lieben. Immer interessant, wie etwas woanders betitelt wird. Ja, unser lieber Freund hier, unser lieber Brunch, der kommt ja, Leute, lasst mich nie lügen. Ich sag jetzt mal einen falschen See, extra. Ich sag jetzt mal extra einen falschen See. Unser lieber Freund, It's Brunch, kommt vom Ammersee. Er kommt da nicht her. Ich sag jetzt trotzdem mal Ammersee, weil ich immer nicht weiß, wie ihr das haltet. Ne? In Bayern, wie nennt man denn so einen Pfannkuchen in Bayern? Ist das, was ist das? Gibt es da überhaupt Pfannkuchen? Gibt es da nicht nur, jetzt hätte ich fast gesagt Quarkkeulchen, aber das ist irgendwas aus dem Osten, ne? Das ist irgendwas irgendwie aus Sachsen oder so, keine Ahnung. Quarkkeulchen, auch geil. Oder es gibt in Franken gibt es diese Äpfel. So, also es sind so Apfelscheiben in so einem Bierteig oder in so einem Teig, den man irgendwie frittieren kann oder so. Das ist auch geil. Das ist auch geil. Aber ich habe vergessen, wie die Dinger heißen. Wie heißt denn so ein ordentlicher Pfannkuchen in Bayern? Weiß das jemand? Weiß überhaupt so ein Bayer? Weiß so ein Bayer, was ein Pfannkuchen ist? Ist das Fledle? Fledlekuchen? Fledle, das ist überhaupt das Geilste. Also jetzt habt ihr mich doch gekriegt mit dem herzhaften Pfannkuchen. Das ist überhaupt das Geilste. Ihr kennt doch diese Hochzeitssuppe oder so. Ja, das ist diese Gemüsesuppe mit Eierstich und bei euch heißt es vielleicht anders, wie auch immer. Also bei uns kennt man das als Hochzeitssuppe und da ist Eierstich drin und da ist, keine Ahnung, so Karottenstückchen drin und da sind vielleicht so komische Markklößchen drin und manchmal so kleine Nudeln. Aber in Österreich oder in Bayern, wie auch immer, in Österreich, Bayern, Leute, Fledlesuppe. Da wird, ich weiß nicht, ob es auch in Bayern ist, in Österreich, da werden so feine kleine Pfannkuchenstreifen, werden so reingeschnitten in diese klare Suppe. Das finde ich geil. Ist immer ein bisschen schwierig zu essen, muss man gucken, ich schlabber mir immer den ganzen Bart mit sowas voll, aber das
Muss ich ganz ehrlich sagen, so ist mir der Pfannkuchen ja fast noch am liebsten. Einfach so, so Flädlesuppe, das ist richtig geil. Das ist tatsächlich richtig geil, meine lieben Leute. Die Promis, mein lieber Gernhard, die Kelly Family, unglücklicherweise, zu meinem Leidwesen, zu meinem großen Bedauern, zählt die Kelly Family tatsächlich zu den Promis. Also da würde ich schon sagen, gut, es gibt, ihr wisst, es gibt ja verschiedene Abstufungen bei den Kelly Families. Da gibt es so die A-Liga, dann gibt es so den B-Kelly und es gibt den C-Kelly. Ja? Also in der A-Liga bei den Kellys ist natürlich Angelo, ist natürlich jetzt auch, sage ich mal, eine Maite mit ihrem Schlagereien, mit ihrem Popschlagereien. Das ist so die A-Liga. Und dieser Patrick Kelly macht ja Popsongs, alle möglichen Stilrichtungen von Popsongs, Hauptsache Reggae und ach, was weiß ich, Rock. Hauptsache Patrick Kelly hat einen Radiohit, das ist ihm ja genug. Ja, da braucht man, nein, einfach nur ein Radiohit, das ist Patrick Kelly genug. Also pass auf, also jedenfalls, das sind so die A-Kellys. Dann gibt es so die B-Kellys. So ein B-Kelly hat mal mitgemacht bei Let's Dance. Der hat immer so karierte Hosen an. Aber jetzt frag mich nicht, wie der heißt. Das ist so ein B-Kelly. Und so C-Kellys gibt es auch. Da gibt es so eine Schwester von Maite Kelly. Maite Kelly hat sich ja unglaublich rausgeputzt. Oh, Maite Kelly, die hat sich ja die Haare aufgedreht und alles Mögliche. Also Maite Kelly ganz vorne auch stiltechnisch mittlerweile dabei. Aber Maite Kelly hat noch eine Schwester. Die ist immer noch so wie die Kellys 1996. Und das ist so ein C-Kelly. Die steht auch auf der Bühne immer relativ weit hinten und so. So, das ist so, ist, da gibt es verschiedene Abstufungen. Aber ich würde grundsätzlich sagen, der C-Kelly ist natürlich nur ein Promi, wenn er mit seiner Kelly-Bande auftritt. Maite Kelly und Angelo Kelly, die können auch alleine in den Laden kommen, da sagen alle, oh, guck mal, da ist die Maite Kelly oder guck mal, da ist der Angelo Kelly, sing doch mal Angel Angelo. Ich würde das nicht sagen. Gernhard, du würdest das vielleicht sagen, wenn Angelo bei dir ins Kaffeelädchen kommt oder so, ja, keine Ahnung, aber wenn Angelo Kelly reinkommt und ich sitze, da würde ich nicht sagen, guck mal, da ist der Angelo Kelly, Angelo, sing doch mal Angel. Angelo Kelly singt Angel, was soll das überhaupt? Und ich würde das nicht sagen, ich würde sagen, um Gottes Willen, da ist Angelo Kelly, Zahlen gehen. Das wäre so mein, ich sag mal, das wäre so mein Kelly, mein Kelly-Verhaltensmuster, sag ich mal. Das wäre so meins. Jetzt sehe ich gerade im Chat, nicht, dass wir es vergessen, Frittatensuppe. Benetech, du sagst Pfannkuchen, dann heißt es auch Pfannkuchen, mein lieber Benetech. Und überhaupt nochmal, hallo Benetech, schön, dass du dabei bist. Frittatensuppe, ja. Aber ist das mit den Frittaten, ist Frittaten gleich Flädle oder ist das noch wieder was anderes? Das sind sehr schwierige Geschichten. Ihr wisst, in Österreich, ne, gibt es auch keine Sahne, gibt es vielleicht auch, aber in Österreich gibt es Schlagobers. Ja? In Österreich gibt es Tomaten, aber die sagen ja zu Tomaten Paradeiser. Das ist der Österreicher und dafür muss ich ganz ehrlich sagen, schätze ich den Österreicher sehr. Also, der hat so tolle Begriffe für alles. Der hat einfach, finde ich, wahnsinnig tolle Begriffe für alle möglichen Sachen. Und dann sagt er zum Abschied immer Baba, Baba. Und dann sagst du auch so Baba. Und da habe ich mal so eine Eisverkäuferin angesprochen. Da sage ich, dieses Baba, wie betont man das eigentlich richtig? Und dann sagte sie, einfach so Baba. Und ich sage, ah, okay, Baba, liebe Eisverkäuferin. Und ja, das sind so, da begegnet man sich auf so einer Ebene auch mal von Mensch zu Mensch am Eisstand und dann sagt man Baba und dann geht man seiner Wege. Und meine Lieben, Elias, du hast Joey Kelly mal persönlich getroffen und du hast ein Autogramm von ihm und er hat dir sogar eine CD geschenkt. Jetzt nochmal meine 2 Cent zu Joey Kelly. Ich finde, Joey Kelly ist für mich nicht ein A-Kelly. Für mich ist Joey Kelly ist der Champions League Kelly. Für mich, Joey Kelly ist der einzige Kelly, wo ich sage, ach guck mal, da ist Joey Kelly, den spreche ich jetzt mal an. Vielleicht. Oder, ach guck mal, da ist Joey Kelly, das ist ja interessant, sage ich dann zu Frau Carlo. So würde ich vielleicht sagen. Also Joey Kelly ist für mich der absolute Champions League Kelly, ja, und weil Joey Kelly ist einfach, ihr wisst, das ist ein Dauerläufer, der macht Ultramarathon, Joey Kelly läuft 500 Kilometer am Stück und dann sagt er, puh, jetzt bin ich warm, ja, das ist ja Joey Kelly, das ist ja dieser Extremsportler und den finde ich gut, weil Joey Kelly, das ist tiefenpsychologisch, Joey Kelly ist, ich sag mal,
10-mal um die Erde vor seinem Clan weggelaufen. Und das rechne ich Joey Kelly hoch an. Joey Kelly, das ist Tiefenpsychologie. Der ist 10-mal um die Erde vor seiner Kelly-Family weggelaufen. Und der ist ja auch jahrelang ist er nicht mehr mit denen aufgetreten. Sie haben wohl auch wenig telefoniert, habe ich mal irgendwo gehört. Und dann ist er aber mal wieder, irgendwie hat er ein paar 10 Auftritte bei so einer Open-Air-Tour gemacht vor 2 Jahren oder so. Naja, ist wieder ein bisschen Kohle in die Kasse gekommen. Denn er muss ja seinen nächsten Ultramarathon tatsächlich auch wieder finanzieren. Ihr wisst, wenn ihr so einen Ultramarathon macht, ich sag mal, Elias, Mike, Gernhard, Hexe, ihr seid natürlich diese Ultramarathon-Spezies. Ne? Wenn einer Ultramarathon kann, dann seid ihr das ja. Und unser Grumpy, ja. Und deswegen, ihr wisst, alle paar Jahre muss man mit seiner Kelly-Family bisschen wieder auf Tour gehen. Dann kommt wieder ein bisschen Kohle rein, ja. Und dann hat Joey Kelly wieder ein bisschen Kohle, um sich auch die ganzen Energy-Drinks überhaupt erstmal zu kaufen für seinen Ultramarathon. Ihr wisst es selber, bei so einem Ultramarathon, da zieht man die Energy-Drinks durch und die ganzen Power-Riegel und so, wie nichts Gutes. Und deswegen ab und an muss Joey Kelly dann eben doch wieder mit der Kelly Family auf Tour, um sich wieder aufzuladen für den nächsten Ultramarathon. So sieht es nämlich aus. Hallo Grumpy, ich hoffe, es geht dir gut. Was ist denn mit dir los? Saufi, ist bei dir schon wieder Party in der Grumpy-Bude? Was ist denn los bei dir? Machst du dir, gestaltest du ein paar Twitch-Overlays und machst Saufi? Nein. Das machst du. Du machst doch Rauchi mit deiner super Spezialshisha, mein lieber Grumpy. Hallo und herzlich willkommen hier im Stream. Heute wieder Call-In-Show hier beim Carlo. Und Leute, viele Themen heute. Habe ich schon erwähnt, dass wir heute wahnsinnig viele Themen haben? Leute, meine Lieben. Und die Themen sind Corona, Waffeln, Pfannkuchen, Promis, meine Güte, also wenn da nicht für alle was dabei ist und hallo Olaf Klink, wenn da nicht für alle was dabei ist, meine Lieben, Corona, Waffeln, Pfannkuchen, Promis, Wahnsinn, was hier los ist an Themenvielfalt heute hier im 120. Call Carlo Call in Stream mit mir, mit dem Carlo und ihr könnt mich hier anrufen, meine Lieben, unter der 0175 252 7575, oder natürlich könnt ihr auch über den Discord hier reinkommen in die Sendung, das geht auch, und zwar sehr gut. Meine Lieben, Corona, Waffeln, Pfannkuchen, Promis. Leute, habt ihr gestern diese Amtseinführung gesehen? Es ist ja Wahnsinn gewesen. Lady Gaga schmettert die Hymne. Jennifer Lopez macht auf Spanisch Shoutouts an die Latino-Communities und sonst noch wen. Dann kommt dieser Country-Sänger und singt Amazing Grace. High Five mit 4 Präsidenten, mit 4 ehemaligen Präsidenten. High Five mit 4 ehemaligen First Ladies. High Five mit Pence. High Five mit allen. Und aber zwischenzeitlich Hände desinfizieren nicht vergessen. Ne? Ganz wichtig. Meine Lieben, was war das gestern wieder, oder? Und diese Rede, pathetisch, das Beste kommt noch und wir müssen auch jetzt mal wieder lieb sein zueinander einfach und mal den Gegenüber auch mal sich da reinversetzen, sagte Joe Biden, oder? Und wenn es nur für eine Sekunde ist, sich auch mal ins Gegenüber reinversetzen und wenn es nur für eine Sekunde ist, und er sagte, er gab dem Ganzen noch ein bisschen Nachdruck, er sagte, ja, das hat seine Mutter schon gesagt. So, und wenn das die Mutter Biden gesagt hat, was Mutter Biden lieb war. Das soll uns teuer sein, sage ich mal. Ne? Und deswegen, ja, Grüße gehen raus an Joe Biden. Herzlichen Glückwunsch. Da wollen wir mal gucken, was er so macht in Amt und Würden. Also ja, Lady Gaga gestern mit ganz großer Robe, Jennifer Lopez da und überall die Nationalgarde und so weiter. Wahnsinn. Dann haben die ja noch die ganze Nacht Streaming-Party gemacht. Wer da wieder alles aufgetreten ist? Ja, natürlich nicht alle in einer Halle. Gestern war noch große Streaming-Party, um den neuen Präsidenten zu feiern oder die Amtseinsetzung zu feiern, um das Amt zu feiern. Tom Hanks moderiert, Foo Fighters treten auf, Bruce Springsteen, mein lieber Bruce Springsteen, ist auch aufgetreten. Also alle waren wieder dabei, ja, und wunderbar, da haben sie richtig alle eingeschmettert, die ganze Nacht. Ja, ich bin gespannt, was Biden uns bringt, ne? Also, Celine, warum hast du das Gefühl, dass Donald Trump noch einen Plan hat? Ja, womöglich hat er noch einen Plan. Er sagte ja,
Das war, Donald Trump hatte ja so eine allerletzte Rede gehalten am Flughafen und dann sagte er ja doch irgendwie, wir kommen wieder, in welcher Form auch immer, sagte er so, wir, die Trumps kommen wieder, in welcher Form auch immer. Wir werden es sehen. Also, ob Ivanka dann, ich bringe das immer durcheinander, nee, Ivanka war die Mutter, wie heißt diese Tochter von Trump nochmal? Irene? Die heißen doch alle mit I. Was war, also Ivanka war, glaube ich, seine Frau. Wie hieß denn diese Tochter nochmal? Ne, Irene war das nicht. Wie hieß denn diese Tochter nochmal? Sag mal, jetzt bin ich ja ganz, immer diese Is, die Mutter Ivanka, Ina? Nein, wie hieß denn diese Trump-Tochter nochmal? Naja, vielleicht kandidiert ja die auch. Also ich glaube, Ivanka, wirklich Ivanka, war das nicht die Mutter? Wie hieß denn, nee, Moment, wie hieß denn die erste, wie hieß denn diese, nein, die hießen, heißen alle mit I, nein. Melina heißt doch die Frau von Trump nicht. Guck mal, das ist wie gelöscht. Kaum ist der Mann einen Tag nicht mehr im Amt, hast du alles gelöscht. Du weißt nicht mehr, wie diese Kinder von dem heißen. Du weißt nicht mehr, wie diese Frau von dem heißt. Melina hieß die nicht. Die hieß nicht Melina, die hieß irgendwie, verdammt nochmal, Melania. Melania, nicht Melina. Melania, und hallo Feft, Melania heißt doch die Frau von, die, Melania hat auch noch ein paar letzte Worte gesagt. Melania hat gesagt, thank you. Melania hat gesagt, war eine tolle Zeit. Und dann ging sie weg vom Mikro bei der letzten Rede von Trump am Flughafen. Und Trump kam dann wieder zurück an dieses Rednerpult. Und dann sagte er so zu ihr, great job. Great job, fantastic. Ja, also da kriegst du direkt, you're hired. You're not fired, Melania, you're hired. Auch für die nächsten Jahre. Also, das ist, war Wahnsinn. Und wenn sie einen Plan haben, können sie es ja versuchen. Ich bin gespannt. Ich persönlich glaube, der Name Trump ist auch bei etwas gemäßigteren Republikaner-Wählern etwas verbrannt, glaube ich. Also da ist, da liegt so ein bisschen so ein Schatten drauf. Ah, ich weiß nicht. Ich bin mir nicht ganz sicher. Und Grumpy, ich danke dir. Grumpy, erstmal ganz geil. Hackfleisch, Bacon, Käse, Nudelauflauf. Grumpy, lass dir schmecken, lass dir gut gehen und danke dir für deine Assistenz. Ivanka Trump, das, ach, die heißt doch Ivanka. Donald Trump Jr., genau, der arme kleine Donald Trump Jr., der hatte, glaube ich, auch, nein, Barron. Barron hatte auch, glaube ich, auch Corona. Tiffany und Eric Trump, so. Und jetzt gucke ich aber, wie diese Frau hieß, wie Trumps, wie Ivankas Mutter. Ivana. Jetzt so ist es nämlich. Also, Trump war doch mit Ivana verheiratet. Und das Kind von Ivana und Donald Trump ist doch Ivanka, nicht Irene. Ich gucke ganz durcheinander. Ivana. Und die Tochter heißt Ivanka. So. Und jetzt frage ich mich, hat eigentlich Ivanka Trump, hat die schon Kinder? Hat die das eigentlich fortgesetzt? Vielleicht heißt das Kind von Ivanka Irene. Oder Ina. Oder Ines. Das sind auch Namen. Warum sind diese Namen eigentlich weg? Ines ist doch ein schöner Name. Ina. Ina. Bring dir noch mal ein paar Erdbeeren mit. So sagt man doch. Oder? Irene. Machst du nicht so viel Zucker in Kaffee, ne? So. Also irgendwie so die Art. Oder Irene. Machst du noch mal ein bisschen Thüringer mit aufs Brötchen, ne? Wir kriegen Gäste. So vielleicht. Also das sind doch so Sachen. Also, aber ich, wie gesagt, ich komme ein bisschen durcheinander. Hallo nochmal, Pfeff. Danke, Grabwächter, dass du dabei bist. Danke, Grumpy, dass du reinschaust. Hallo, Hexe. Hallo, Celine. Leute, 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 was war das gestern? Und hallo, verdammte Axt. Irmgard, auch ein schöner Name. Irmgard, machst du wieder deine Stachelbeertorte? Das sind ja so Sachen. Das ist auch, ich glaube, wenn die Namen aussterben, sterben auch diese Sachen aus. So, Kaffee mit Kaffeeweißer. Falls das jemandem noch was sagt. Das stirbt aus, wenn du keine Irene mehr hast. Und wenn du keine Irmgard mehr hast. Ne? Irmgard, Hilde hier. Irmgard, machst du wieder deine Stachelbeertorte, ne? So, das sind ja so das, das geht ja alles verloren. Und guten Abend zurück, verdammte Axt. Herzlich willkommen hier in der 120. Call Carlo Call-In-Show. Heute mit den Themen Corona, Waffeln, Pfannkuchen und Promis. Themen, Themen, Themen. Habe ich schon gesagt, dass wir heute wirklich verdammt viele Themen haben in diesem Stream? Meine Güte, es ist wirklich ein Themenstream. Einfach mal Themen. Was hatten wir? Vor 2 Wochen hatten wir offenes Thema. War eine gute Sendung. Vor 1 Woche hatten wir das Thema Katzen. Vor 1 Woche hatten wir das Thema Katzen. Miau, miau, miau. Und heute aber, heute ganz seriös. Corona.
Covid-19, ja, Waffeln oder Pfannkuchen, das sind die Fragen. Vergesst doch dieses hier Brötchen mit Nutella und Butter oder nur mit Nutella oder nur mit Butter oder ohne alles oder getoastet oder nicht. Egal, nein, Waffeln oder Pfannkuchen, das sind die Fragen, die uns bewegen. Ein Tag nach der Amtseinführung von Joe Robinette Biden. Leute, habt ihr das überhaupt? Joe Bidens zweiter Name. Genial. Ihr wisst ja, der zweite Name von Homer J. Simpson ist Jay. Sorry für den Spoiler an dieser Stelle. Nein, aber zumindest dachte er das ganz lange und dann war es doch wieder was anderes. Egal, glaube ich. Der zweite Name von Joe Biden ist Robinette. Was ist das denn für ein geiler Name? Was ist das denn für ein geiler zweiter Vorname? Irgendwie nach seiner Großmutter oder was benannt? Das kennt man ja hier in Europa irgendwie auch. Wenn du so einen zweiten Vornamen hast als Mann Maria. Hier Christoph Maria Herbst und so. Der hat irgendwie dann Maria von seiner Oma, hat er dann den Namen gekriegt oder so, als zweiten Namen. Und Joe Biden heißt mit zweitem Namen Robinette. Und da sage ich mal ganz klar, nicht nur, dass seine Oma eine witzige verweiblichte Form des Namens Robin verpasst gekriegt hat, 1800 irgendwas. Nein! Oder, na, Joe Biden ist alt. War es 1700 irgendwas? Kann auch sein. Nein, aber Joe Biden heißt mit zweitem Vornamen Robinette. Wenn das ist Robinette, das ist so ein bisschen wie, kennt ihr Moulinex noch? Moulinex war so ein Küchengerätehersteller und die hatten die Moulinette. Die Moulinette, das war wie so ein Mixer oder so ein Zerkleinerer. Würde auch so, statt Robin stand da Mouli da vorne, davor. Moulinette. Die Moulinette war das Ding in allen Haushalten. Das war lange bevor es hier Entsafter gab, Juicer, High-End-Mixer für Smoothies. Da hatte jeder so eine Moulinette. Das waren Zeiten. Das waren Zeiten. Und Joe Biden heißt mit zweitem Vornamen Robinette. Robinette ist ein ganz geiler Name eigentlich. Für einen Mann als zweiten Vornamen vielleicht nicht so. Robinette für einen Mann als zweiten Vornamen ist irgendwie nicht so schön wie Maria. Aber ich sag mal, für so ein US-Girl, oder? Für so ein US-Girl, generell so als Vorname, Robinette. Robinette. Robinette ist auch so eine, die engagiert sich viel in der Gemeinde, ja, die sammelt für die Armen, die näht auch Sachen wieder zusammen und so. Robinette, das ist so eine zum Pferdestehlen. Ja? Das ist so, Call Robinette demnächst hier auf dem Channel. Meine Lieben. Ja, und das klingt auch irgendwie Vintage, Celine. Hast du vollkommen recht. Hast du vollkommen recht. Meine Lieben. Ah, ja, also Waffe, Pfannkuchen oder Crepe, herzhaft oder süß, haben wir ja fast schon ein bisschen geklärt, zumindest was meine Vorlieben sind. Was eure Vorlieben sind, das steht ja noch auf. Zum Beispiel das Thema Waffeln. Leute. Ein hochgeschätztes Mitglied oder eine Mitgliedin, möchte ich mal fast sagen, hier, des Carlo-Clubs, hat hier auch schon öfter angerufen, ist unsere Fee. Und Zuschauer, die etwas länger dabei sind, die wissen, Fee heißt erst seit kurzem Fee, vorher hieß sie immer Sarah Fee. Ja, und die Sarah Fee, die hat hier mal ein Waffelrezept in dieser Sendung gedroppt, sag ich mal. Sarah Fee hat mich hier mal angerufen, ich weiß gar nicht mehr, über was wir so alles gequatscht haben, und Sarah Fee hat ihr Waffelrezept hier durchgegeben. Ich habe das Waffelrezept mitgeschrieben. Im Chat wurde es auch ein bisschen mitgeschrieben, das Waffelrezept. Leute, ich weiß, an unserer Fee scheiden sich bei euch die Geister. Ich finde unsere Fee ja klasse. Aber unsere Fee hatte hier ein Waffelrezept uns gegeben. Ich hatte das mitgeschrieben. Frau Carlo hat das gemacht. Leider nicht für mich, sondern mit einer Arbeitskollegin. Frau Carlo hat das Waffelrezept mit einer Arbeitskollegin ausprobiert. Und was soll ich euch sagen? Die Waffeln, das Waffelrezept von Fees Oma, das Waffelrezept von Sarah Fees Oma ist der Knaller. Fantastische, wunderschöne Waffeln, frisch aus dem heißen Waffeleisen. Ich muss euch tatsächlich ganz ehrlich sagen, wenn ich jetzt die Wahl hätte zwischen dem geilsten Pfannkuchen der Welt, und es gibt schon richtig geile Pfannkuchen. Inklusive Kaiserschmarrn, da haben wir noch gar nicht von gesprochen. Inklusive toller Crepe und so. Aber wenn wir jetzt mal nehmen den geilsten Kaiserschmarrn der Welt oder den geilsten Pfannkuchen, den geilsten Eierpfannkuchen der Welt. Und dann tust du mir daneben aber die allergeilste Waffel der Welt. Ich gehe mit der Waffel. Ich sage Waffel. Nehme ich, ja. Ich gehe tatsächlich mit der Waffel, weil eine Waffel
richtig gut gemacht. Toller Teig. Ein toller Teig, ein toller Waffelteig. Mit Vanilleschote, diesem ganzen Pipapo. Nicht zu süß, nicht zu lasch, so generell irgendwie. So, pass auf. Und dann so eine frische Waffel aus dem Waffeleisen. Die legst du so auf den Teller und du kannst da drauf machen eine Mascarpone-Creme. Du kannst da drauf machen irgendwie Erdbeeren. Du kannst ja alles Mögliche auf deine Waffel drauf machen. Oder einfach nur Puderzucker, wie auch immer. Aber eine richtig fantastische, geniale, fantastische Waffel mit einem absolut fantastischen, genialen, fantastischen, genialen, fantastischen, fantastisch genialen Teig. Ja? Wenn die Waffel frisch aus dem Waffeleisen kommt und du legst die so auf den Teller, ja, dann reißt du dir da so ein kleines Herzchen ab. Also ich spreche jetzt von dieser, was man so kennt, deutsches Waffeleisen, haben diese Stückchen immer so eine Herzform. Ne? Belgische Waffel ist auch gut, das sind diese etwas dickeren, quadratischen, tolle Waffeln gibt es in Belgien, aber ich rede jetzt mal von dieser, ne? Dieser runde Waffel mit diesen Herzstückchen. Klassisch. Und das mit einem perfekten Teig. Dass diese Waffel, die isst du so, mit Eis, alles fantastisch, aber wenn du so eine Überrezept hast für den Teig, diese Stückchen von dieser Waffel, die willst du so essen. Vielleicht ein Hauch Puderzucker, aber wenn die süß genug sind, nicht mal das. Aber so richtig geile Waffeln, die isst du einfach so. Die willst du aus dem Waffeleisen. Also ich möchte quasi sagen, du willst eigentlich kurz bevor die Waffel fertig ist, du hast gar keine Zeit mehr, du bist so gierig, du willst sie gar nicht aus dem Waffeleisen rausholen, sondern du schmeißt dich eigentlich mit deiner Visage ins Waffeleisen rein, um sie direkt aus diesem Gusseisen rauszuzuzeln. Das willst du eigentlich mit einer guten Waffel machen. Für den sehr guten Pfannkuchen schmeißt du dich nicht in eine Pfanne rein und verbrennst dir deine Rübe da in der Tefal-beschichteten Pfanne. Nein, aber so eine richtig geile Waffel, so eine richtig geile Überwaffel, da kannst du es nicht abwarten und du möchtest quasi direkt reinzuzeln ins heiße Waffeleisen. Die Hitze macht dir nichts aus, Hauptsache du bist schnell an der Waffel dran. Und das ist das Geile an Waffeln. Das ist das Geile an Waffeln. Irgendwas ist da los. Ein richtig guter Teig, von oben und unten kommt die Hitze und irgendwas ist da los, dass diese Waffel geschmacklich abhebt. Ich weiß nicht genau, was es ist, schließlich ein toller Pfannkuchenteig, Eierkuchenteig in der Pfanne, da ist ja auch alles gut mit und so, aber irgendwas ist mit diesem Waffeln, ja, und natürlich die belgischen Waffeln, oh, diese belgischen Waffeln, oder, und oh, das ist, die gibt's ja auch, verboten sind ja auch diese belgischen Waffeln aus dem Supermarkt, da sind so kleine Zuckerstückchen drin, da ist, glaube ich, so ein bisschen Hagelzucker drin eingedingst, keine Ahnung, aber auch eine frische, geile belgische Waffel, die haben die sind viereckig und die haben diese tiefen Einbuchtungen, oh, und dann da irgendwie, keine Ahnung. So eine Karamellsoße drüber. Auch sehr geil. Und mein absoluter Überknaller Megatraum, eine Waffeltorte. Eine Waffeltorte, da sage ich euch. Also, ihr nehmt so ein handelsübliches deutsches Kücheneisen, ne, wo du so eine runde Waffel rauskriegst mit diesen Herzformen. Ne? So, und dann machst du da tolle Waffeln. Tolle Waffeln, machst du, was weiß ich, 6, 7, 8 tolle Waffeln. Und dann nimmst du diese Waffeln und dann streichst du da vielleicht eine leckere Creme dazwischen und stapelst die so. Und dann kannst du die vielleicht noch von außen mit so einer Creme machen. Oder du machst da irgendwie so eine Schokoladenganache drüber, so einen Schokoladenguss oder so. Oder so Früchte noch rein und so. Und das, also mein absolut feuchter Traum, da lasse ich aber wirklich alles für stehen. Vielleicht sogar mein geliebtes, tiefgefrorenes Weingummi. Da lasse ich wirklich alles für stehen. So eine richtig geile Waffeltorte, wo die Böden in der Torte, das sind einfach so Waffeln, oder? Da gehe ich drauf ab. Das ist so meins. Dann machst du vielleicht noch ein bisschen Eierlikör oder so ein bisschen Amaretto. Oder wer mag, ich stehe nicht ganz so drauf, Frau Carlo vielleicht eher, so ein bisschen Baileys oder so. Irgendwas lässt du dir da noch einfallen. Und dann, oh, so eine richtig geile, schöne Waffeltorte. Das ist richtig geil. Und wenn ihr das mindestens genauso geil findet oder wenn ihr sagt, ich hasse Waffeln, Carlo, geh mir weg mit den Waffeln, ruft hier einfach an. Heute zum Thema Corona, Waffeln, Pfannkuchen,
Promis. Das ist mal. Heute habe ich schon erwähnt, dass wir heute wahnsinnig viele Themen haben. Heute haben wir wahnsinnig viele Themen und da ist wirklich für jeden was dabei. Corona, Waffeln, Pfannkuchen, Promis. Ein Themenmix, eine Themenvielfalt, wie ihn diese Sendung, möchte ich mal sagen, hier noch nicht gesehen hat. Wie ihn diese Sendung hier tatsächlich noch nicht gesehen hat. Oh, Corona, Waffeln, Pfannkuchen, Promis. Bisschen was Leichtes, bisschen was Nerviges. Promis können ja auch nervig sein, ne? Und natürlich ein bisschen was, ja, Corona, ne? Ja, Zero Covid, ne? Alles zumachen oder alles aufmachen oder ich sag mal, die härtesten Maßnahmen der Welt, ne? Da gibt's ja Leute, selbst wenn du die härtesten Maßnahmen der Welt machst, da gibt's ja immer noch Leute, die sagen, reicht mir nicht, alle in Einzelhaft. Also, da können wir auch gerne drüber quatschen über Corona und Zero Covid. Meine Lieben, Jean1119, danke für dein Kompliment und ja, keine Ahnung, wie man das macht. Einfach weitermachen, einfach weitermachen. Erstmal immer schöne Sendung machen mit schönen Themen und dann kommt sowieso auf Twitch doch eins zum anderen. Mein lieber oder meine liebe Jean, das ist doch klar und ich sage mal, ja, 10 Zuschauer, 20 Zuschauer, 100 Zuschauer. Hauptsache, das muss ich ganz ehrlich sagen, immer erstmal eine geile Sendung. Und wo ich auch sage, wisst ihr, ich hab's nicht so ganz mit Langeweile. Deswegen immer, wenn diese Sendung hier ist, ist für mich Kurzweil angesagt. Also, ich hab's nicht so mit Langeweile und immer, wenn ich diese Sendung hier mache, ja, dann wird's kurzweilig. Und dann entertaine ich mich auch ein Stück weit selbst und ihr entertaint mich mit euren Beiträgen im Chat. Und das ist sowieso irgendwie das Allergeilste an Twitch, meine Lieben. Übrigens kann man mich erreichen über die 01752527575, 01752527575. Da könnt ihr mich hier erreichen. Das ist eine ganz normale T-Mobile-Nummer, die ruft hier an auf dem Carlo-Show-Handy mit eurer Flatrate quasi kostenfrei. Ohne Flatrate kostet es nur ein paar Cent die Minute. Und wenn ihr komplett abgebrannt seid, weil ihr viel zu viele Crepe aus eurem brandneuen Crepe-Eisen gegessen habt und ihr dann nur, was weiß ich, Madagaskar, Tahiti, Bora Bora Vanille reinmacht und das hat euch alles, ihr seid ja komplett abgebrannt von eurem Teig, von eurem super teuren Superteig, den ihr da macht für eure Crepe oder eure Waffeln oder eure Eierpfannkuchen. Leute, dann könnt ihr auch über den Discord in die Sendung kommen. Das geht natürlich auch. Also, entweder 01752527575 oder ihr kommt hier rein in den Discord, in den Carlo Club, in einen Warteraum und dann quatschen wir hier heute über Corona, Waffeln, Pfannkuchen und Promis. Du bist ein männliches Wesen. Ja Mensch, Kuss geht raus. Kuss geht raus. Kriegst trotzdem Kuss. Hallo, hallo, hallo. Na klar. Ja, genug Liebe für alle hier. Mein Lieber. Was hast du für Zuckerwaffeln, Jean? Was hast du für, oder Jean? Was hast du für Zuckerwaffeln am Start? Was ist das? Ist das diese aus dem Süßigkeitenregal? Oder was machst du dir? Hast du dir selber gerade mal ein paar belgische Waffen gemacht? Wie muss man sich das vorstellen, mein Lieber? Wie muss man sich das vorstellen, meine Lieben? Promis, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe in meinem ganzen Leben nur eine Handvoll Promis getroffen. Und das rede ich nicht von einer vollen Hand. Ja? Da rede ich so von einer halben. Oder von einer ganz kleinen Hand oder so. Ne? Also es ist tatsächlich so, ich habe kein Promi-Glück. Also ich sag mal, wenn man jetzt Wert drauf legt, sagen wir mal, ich wäre jetzt jemand, der total geil auf Promi-Sichtung wäre. Ich wäre der schlechteste Promi-Spotter, der schlechteste Promi-Sichter. Ich wäre der schlechteste Promi-Treffer aller Zeiten. Also ich muss ganz ehrlich sagen, natürlich auf dem Konzert sieht man einen Promi. Haha, ist mir schon klar. Aber Konzerte gibt es ja auch nicht mehr. Und Gembala, danke für deine 2000 und Grumpy, danke für deinen Boost. Und hallo Schwabe, mein Lieber. Ich hoffe, es geht dir gut. Ja, was wollte ich sagen? Genau, also ich treffe einfach keine Promis. Ich weiß nicht, wie es... Also es gibt natürlich Promis, die will man ja nicht treffen. Wie gesagt, Angelo Kelly, Maite Kelly will ich nicht treffen. Aber Joey Kelly schon, vielleicht. Aber es ist auch, ich treffe einfach keine Promis. Ihr habt es mitgekriegt. Letztes Jahr hat Knossi hier kurz angerufen. Es war tatsächlich der Original Knossi und hat mir einen schönen Stream gewünscht und uns. Kann man da davon reden, dass wir jetzt Knossi getroffen haben? Ich glaube nicht. War ein ganz netter Anruf, auch wenn er viel zu kurz war. Aber
Jetzt hätte man ihn ja ein bisschen zu seiner neuen RTL-Show fragen können. Leute, habt ihr mitgekriegt? Knossi hat erst eine Show gehabt, die lief nur quasi in der RTL-Mediathek. Und dann hat tatsächlich jetzt diese Sendung hat's jetzt ins Fernsehen geschafft. Also Knossi hat sie jetzt endlich, seine Fernsehshow, die er, glaube ich, immer wollte. Ich glaube, er bleibt Streamer und Stream ist alles gut für ihn und so. Und er ist da, ich glaube auch, er macht das mit viel Herz und Überzeugung, das ist doch klar. Aber ich sage mal, unser Knossi jetzt auch mit Fernsehshow auf RTL, das ist, glaube ich, findet er auch ganz geil. Ich meine täglich frisch geröstet, Grumpy kommt, glaube ich, wirklich auf RTL. Ich glaube, täglich frisch geröstet kommt, glaube ich, tatsächlich auf RTL. Aber nagel mich nicht fest. Und hallo Kaiser Fendi, der uneheliche Cousin von Gronkh, spricht hier zu dir, mein Lieber. Ja, das Studio von Stefan Raab, ja, hast du recht, aber es ist natürlich diese Produktionsfirmen, das ist ja ganz interessant, diese Produktionsfirmen mit ihren Produktionsstudios, die produzieren ja immer für ganz viele verschiedene Sender. Das muss ich ganz ehrlich sagen, als ich das mal gehört habe, fand ich wahnsinnig spannend. Nicht nur die Studios, wo Spielshows gemacht wird, da ist an einem Tag ZDF drin, in der nächsten Woche ist RTL manchmal drin, sondern auch die Produktionsfirmen. Die Produktionsfirma, die teilweise, was weiß ich, Bauer sucht Frau dreht oder so, die Produktionsfirma, die macht am nächsten Tag irgendeinen Beitrag für ARD. Also ohne Witz. Ohne Witz. Ne? Von den Kameramännern und den Tonmännern, die auch teils frei arbeiten, glaube ich, ganz zu schweigen. Ne? Einen Tag bist du irgendwie fürs ZDF-Mittagsmagazin, anderen Tag bist du bei Sat.1, machst du irgendwie Blaulichtreport oder so. Also, das ist alles nicht so ganz trennscharf. Manchmal schon, manchmal aber gar nicht. Das fand ich sehr spannend. Und wie gesagt, ich glaube tatsächlich, dass der Knossi ist jetzt tatsächlich, glaube ich, bei RTL gelandet mit, wie heißt es, täglich frisch geröstet. Ich muss sagen, ihr kennt das aus den USA vielleicht, vielleicht auch nicht. Es in den USA, eine große Tradition, hat Inside Comedy, also eine Comedy, ein Stand-up, wo du andere Leute beleidigst, auf sehr charmante Art und Weise. Wortgewandt und so. Und dieses Roasting, dieses Inside Comedy, dieses Roasting funktioniert in den USA super. Ihr kennt das vielleicht von Comedy Central oder so, dann sitzt da ein David Hasselhoff und wird eine Stunde lang oder 90 Minuten von verschiedenen Comedians nur durch den Kakao gezogen. Der wird von links, von rechts, von allen Seiten wird David Hasselhoff verprügelt. Also wirklich unter die Gürtellinie, aber ganz unten unter die Gürtellinie. Aber du schreist dich weg. Die Amis können das einfach, dieses Roasting, Inside Comedy und so weiter. Das funktioniert da sehr gut. Hier in Deutschland, wie gesagt, Knossis Sendung heißt ja täglich frisch geröstet. Also ich glaube, das spielt da so drauf an auch. Ich weiß nicht genau, ich habe es noch nicht ganz gesehen, eine Folge. Pass auf. Aber Sat.1 hatte dann auch mal so einen Versuch. Sat.1 hatte dann den Versuch, dieses Roasting, diesen Beleidigungshumor, dieses Inside Comedy, tatsächlich. Sat.1 hat versucht, das zu machen mit Hugo Egon Balder und Hella von Sinn. Und dann hatte sich Hugo Egon Balder gewünscht, dass er zu seinem, was weiß ich, 60. Geburtstag oder ist er schon 70, keine Ahnung, hat er sich gewünscht, dass er von deutschen Comedians geroastet wird, also geröstet wird, ne? Inside Comedy und so weiter. Ja, das habe ich mir 10 Minuten angeguckt. Das war doch ziemlich unterirdisch. Ich weiß nicht, ob das mit der deutschen Sprache nicht funktioniert. Es kann ja nicht daran liegen, dass Hella von Sinn eine Frau ist, die keinen Humor hat oder so. Aber es war wirklich nicht gut. Oder sie trauen sich halt auch nicht, über diese gewisse Grenze drüber zu gehen, wo es erst anfängt, Spaß zu machen. Das kann natürlich auch sein. Aber in den USA, Roasting, genial, genial. Guckt euch bitte an, YouTube irgendwo, wie William Shatner, kennt er, ne? William Shatner hier, jetzt hätte ich fast gesagt, Captain Spock, Captain Kirk, Mr. Spock, William Shatner, wie der geröstet wird, ne? Und das ist richtig gut und richtig genial. Und natürlich in der Sendung nehmen das alle sportlich, ob hinter der Bühne dann doch mal irgendwie einer sagt, es ging jetzt irgendwie zu weit, kann sein, ist aber auch egal. So, und wenn Knossi sowas macht, so ein bisschen dieses Format, seine Sendung heißt ja täglich frisch geröstet, ich weiß nicht, ob da auch so ein bisschen Roasting drin vorkommt und so. Da frage ich mich, ob das tatsächlich funktioniert. Ich muss mir jetzt wirklich unbedingt meine Folge angucken. Ich habe diese App TV Now, da kannst du das dann in der Mediathek gucken. Das ziehe ich mir rein. Ich werde euch berichten, ich versuche es mir anzugucken, ich werde euch berichten, ob es da ums Rösten geht. So, zum Thema Promis. Der hat ja hier neulich angerufen. Sehr lieb von ihm. So, und dann hat er ja Milchbaum auch schon angerufen. Da kam ja vorhin schon die Frage auf, ist Milchbaum ein Promi? Ich glaube, auf jeden Fall ist Milchbaum ein Social-Media-Promi und ein Twitch-Promi, das sowieso.
Insta-Promi. So, pass auf. Nein, aber auf der Straße, ganz ehrlich, ich habe einmal, da war ich mit Frau Kahlo in Berlin, ne? Auch schon wieder drei, vier Jahre her, da war ich mit Frau Kahlo in Berlin und dann gehen wir vom Friedrichstadtpalast, gehen wir so die Straße lang. Wir hatten gerade gegessen, wir haben was gegessen, wir sind die Straße runtergegangen Richtung Friedrichstadtpalast. Dann gucken wir so auf die andere Straßenseite und ein großer Mann mit langem Schritt überholt uns, so, aber ist natürlich eine wahnsinnig breite Straße da. Und der hat einen tollen Anzug angehabt. Der hatte einen tollen Anzug angehabt, so 20er Jahre oder so. Die Haare so, und dann hatte so einen schlaksigen Schritt und er hatte irgendwie, als ob er ein Lied auf den Lippen hatte. Du hast das so erkannt, er war so ganz wohlgelaunt, ging er Richtung Friedrichstadtpalast. Ja, und was soll ich euch sagen, wer das am Ende war? Jetzt muss ich tatsächlich selber nochmal gucken. Weil ich so ein schlechtes Namensgedächtnis habe. Max Rabe. Ich habe tatsächlich über eine, ich sag mal, sechsspurige Stadtallee in der Richtung, in der Nähe Friedrichstadtpalast, habe ich Max Rabe gesehen. Küssen kann man nicht alleine und so. Kennt er vielleicht. Max in der, ich sage so, sag mal, ist das, ich sag zu Frau Kahlo, sag mal, ist das dieser, wie heißt denn der? Mir fällt ja nie was ein. Und dann kannst du mal googeln, wer Max Rabe ist. Chico. Und hallo Chico nochmal. Hallo Hacker-Band. Hallo. Leute. Und tatsächlich, jetzt sagst du, das ist nicht mal ein Promi. Ja? Jetzt sagst du, das ist nicht mal ein Promi. Aber ich sage ganz klar, das ist schon, der ist schon bekannt. Und dann habe ich ihn erst so, ich habe ihn irgendwie an seinem Gang, oh, du hast noch die Wumba-Reives-Dinger. Hallo. Da habe ich ihn so ein bisschen an seinem Gang erkannt, ja. Und dann dachte ich so, Max Rabe, oder? Das ist, sag ich zu Frau Kahlo, hör mal, das war Max Rabe. Tatsächlich. Und dann machte er so auf dem Hackenkehrt kurz vorm Friedrichstadtpalast und ging in die andere Richtung zurück. Da hast du irgendwie gemerkt, oh, Max Rabe hat irgendwie, keine Ahnung, hatte irgendwie seinen Hut zu Hause vergessen oder seinen Gehstock. Er hat so ein bisschen so 20er-Jahre-Style privat. Sonst sieht man den ja immer irgendwie, keine Ahnung, mit im Smoking oder so. Was weiß ich. Aber nein, ich habe Max Rabe auf der Straße gesehen. Er war auf der anderen Straßenseite, er kam also nicht direkt tatsächlich vorbei. So, Max Rabe habe ich gesehen. Dann war ich bei einer Buchlesung. Jochen Distelmeier. Ihr kennt vielleicht Jochen Distelmeier. Jochen Distelmeier ist der Sänger von Blumenfeld. Jetzt sagt ihr, das ist natürlich auch kein Promi. Ja, ich sag ja, ich bin mit Promis nicht so gut. Da sagt ihr natürlich, das ist auch kein Promi. So, dann sage ich euch, ich war bei einer Buchlesung von Jochen Distelmeier tatsächlich und dann habe ich mir ein Buch von ihm signieren lassen und habe so gesagt, danke. Und da sage ich mal so, war auch irgendwie eine Promi-Begegnung, aber auch nicht so richtig. So. Und wenn ich jetzt mal so überlege, der ist mir ja nicht mal richtig über den Weg gelaufen, der Max Rabe. Keine Ahnung, der ist mir ja nicht mal richtig über den Weg gelaufen. Es ist schwierig mit dem Max Rabe. Ne? So, und dann war es aber so, wen habe ich noch gesehen? Jetzt muss ich wirklich mal überlegen, es ist schwierig mit mir, mit den Promis. Also Max Rabe so ein bisschen gesehen, Jochen Distelmeier. Ich habe mal einem Bundespräsidenten die Hand gegeben. Ich habe Johannes Rau die Hand gegeben. Jetzt könnt ihr googeln, wer Johannes Rau war. Der ist auch schon tot, leider. Und ich habe tatsächlich Johannes Rau war bei uns in der Stadt auf Stippvisite, ja, und dann habe ich da gestanden, quasi vom Rathaus so ungefähr, ja, und dann, habe ich gesagt, Tag, Herr Bundespräsident. Und dann sagte er zu mir, Tag, Carlo, hübschen Schal hast du um, ne? So, und das war vielleicht, aber das ist auch irgendwie kein richtiger Promi, ne? Das ist so ein Politiker-Promi. Das zählt eigentlich auch nicht so richtig. Also mit Promis habe ich es nicht so richtig. Ich habe kein Promi-Glück. Und es gibt natürlich Promis, die will ich gar nicht treffen. Es ist zum Beispiel so, ich habe eine ganz komische Geschichte mit Tina Turner. Tina Turner spricht mich auf einer Ebene an,
nicht sexuell, aber Tina Turner spricht mich mit ihrer Lebensgeschichte auf einer ganz bestimmten Ebene an und ich möchte Tina Turner gar nicht treffen. Ich würde das nicht, glaube ich, nicht verkraften. Wenn Tina Turner reinkommt, kippe ich einfach um. Ja? Also das ist auch kein Treffen. Es würde gar kein Treffen zustande kommen. Tina Turner würde in den Raum kommen, ich würde einfach umkippen und sie müssten mich so rausfegen oder so rausschleifen. Ich würde auch Tage später erst wieder zur Besinnung kommen. Also es gibt auch so Leute, die will man gar nicht. Das verkraftet man gar nicht. Eine Sache, und wenn ich dann mal jemanden treffe, wenn ich dann mal wirklich einen richtigen Promi treffe, ja, dann ist das bei mir auch so, das ist wie ein schwarzer Fleck. Zum Beispiel, mir ist es jetzt eben wieder passiert, ich vergesse immer regelrecht, ich habe mal Roger Federer getroffen. Ich wollte Roger Federer mal Tennis spielen sehen. Und dann habe ich ihm hinterm Tennisstadion aufgelauert mit einem Kumpel und dann tatsächlich kam Roger Federer raus. Da hatte er gerade, das war das Jahr, nachdem er zum ersten Mal Wimbledon gewonnen hat. Roger Federer kam raus. So, und dann stand ich da und da sage ich zu ihm, Roger, sage ich zu ihm, gibst du mir ein Autogramm? Und er sagte in seinem wunderschönen Schweizerdeutsch, ja klar. Und dann hat Roger Federer mir ein Autogramm gegeben. Jetzt muss ich mal gucken, irgendwo habe ich auch die Kappe. Der hat mir nämlich ein Autogramm auf eine Kappe gegeben. Ich sehe sie jetzt gerade nicht. Keine Ahnung, wo die wieder abgeblieben ist. Aber irgendwo hier muss sie sein, im vollgestopften Carlo-Studio tatsächlich. Okay, ich gebe zu, also ich hatte doch ein bisschen Promi-Glück. Ich habe Roger Federer aufgelauert wie ein professioneller Stalker und hinterm Tennisstadion. Da war gar kein anderer Mensch. Und ich bin einfach, ich habe gesagt, Roger, gib's mir ein Autogramm. Und das ist so, aber das ist auch wirklich alles, was ich an Promi-Stories zu bieten habe. Kein Cousin von mir ist irgendwie Popstar oder so. Von einer ehemaligen Arbeitskollegin von mir, und jetzt sage ich nicht genau, in welchem Verwandtschaftsverhältnis, das ist ein richtiger Popstar. Da sagt die zu mir eines Tages, ja, so und so, Musik und so. Nummer 1 jetzt und so, Plattenvertrag, da sage ich, Nummer 1 in Deutschland, da sage ich, will der? Also ich sage nicht, in welchem Verwandtschaftsverhältnis meine ehemalige Arbeitskollegin zu diesem Typen stand, aber Nummer 1 Hits in Deutschland und so weiter und so fort, könnt ihr jetzt schön rumraten, aber da sage ich so, aha. Da sage ich, aha, ja, und so ist das. Aber ich kenne wirklich niemanden. Ich kenne wirklich niemanden so wirklich persönlich. Ich kenne keine berühmten Fußballer. Ich kenne keinen Michael Wendler. Ich kenne gar nichts. Ich kenne tatsächlich gar niemanden persönlich. Also ich kann Till Schweiger nicht mal eben anrufen oder so. Grumpy, du schreibst, Till Schweiger. Okay, Till Schweiger, das ist ein Promi. Ich würde sagen, Till Schweiger ist mittlerweile A-Promi, ne? In Deutschland. Wenn ihr nicht in den Anfang der 80er geboren seid wie ich, habt ihr vielleicht eine andere Kategorie, ja, für Promis. Meine Kategorie ist folgendermaßen: A-Promis in Deutschland, ganz, ganz oben, das ist so diese Liga Thomas Gottschalk. Thomas Gottschalk, absoluter A-Promi, ja. So, Boris Becker, das sind so Boris Becker, Thomas Gottschalk, Karl Lagerfeld. Das war so die A-Promi-Riege, mit der ich groß geworden bin, kann man sagen. Ne? Und aber wenn wir mal in diesem System bleiben mit den A-Promis und so und B-Promis, Till Schweiger mittlerweile auch absoluter A-Promi, würde ich sagen. Till Schweiger, absoluter A-Promi. Und ich finde auch Harpe Kerkeling. Harpe Kerkeling auch absoluter A-Promi irgendwann geworden. Michael Wendler, da muss man natürlich sagen, wir haben es ja schon mal besprochen hier, Michael Wendler hier in der Show. Da habe ich gesagt, dass das mit Michael Wendler ja irgendwie auch menschlich ein bisschen tragisch wäre. Und da sagte mein Anrufer zu mir, er würde das nicht ganz so sehen, dass das tragisch ist mit dem Michael Wendler, denn er hat das ja selber verschuldet. Seinen ganzen Ausstieg da bei RTL. Ne? Aber trotzdem für mich auf der menschlichen Ebene, finde ich, nach meinem Maßstäben, ist es trotzdem so ein bisschen tragisch, weil, ja, Michael Wendler, ne? Ihr müsst euch das mal vorstellen. Michael Wendler war ja so ein Z-Promi, so ein lächerlicher Popschlager-Typ. Dann hat er sich ja ein bisschen gemausert mit Goodbye Deutschland nach Florida und irgendwie hat er beim Sommerhaus der Stars teilgenommen auf RTL und so und ist so die ganz harte Tour gegangen. Ne? Da hat er wirklich auch ein paar Hardcore-Fans immer gehabt, also schon einen harten Kern, der den Wendler getragen hat. Und Wendler hat auch so ein bisschen, der ist so auf einem bestimmten Bereich ja auch ein bisschen inselbegabt. Ne? Der hat ja ganz viel Geld mit Klingeltönen verdient, als man noch mit Klingeltönen Geld verdienen konnte. Da hat Wendler, glaube ich, auch richtig Kohle mitgemacht. Der hat die
selber produziert. Das muss man nicht mögen, aber er hat es erstmal hingekriegt, ja. Er hat es erstmal hingekriegt. So. Und dann kam er, dann war das ja auch schon alles in die Binsen gegangen mit den Klingeltönen und mit seinem Haus und mit seiner Ehe. Und dann hatte er diese Laura schon und dann kam er ja auf RTL ganz groß raus. Erst wurde er mal von Pocher beleidigt, von Oliver Pocher auf Instagram. Dann hat er irgendwie diese Sendung gehabt, zusammen mit Oliver Pocher. Das muss man sich vorstellen. Wenn du unter der Woche zur besten Sendezeit oder an einem Freitag mit Pocher auf RTL zur besten Sendezeit kommst und wenn du Michael Wendler bist, ist ja egal, dann bist du eigentlich ganz oben. Und dann hatte er diesen Deutschland sucht den Superstar Jurorenvertrag und diese Auftritte da in der Jury. Das wurde ja dann gedreht, dann kam es ja mit diesem Skandal da, was er da irgendwie auf Telegram oder sonst wo gepostet hat. Frau Kahlo sagt immer, ja, Michael Wendler. Und dann sage ich immer, ja, aber ich sage immer, Frau Kahlo, du musst dir vorstellen, wenn du Samstagabend auf dem RTL 20.15 Uhr eine 2-3 Stunden lange Show machst, teilweise live, dann bist du ja nicht oben. Dann bist du ja ganz, ganz oben. Und Michael Wendler in seinem Leben, in seinem Z-Promi-Leben, ist wirklich die absolute Mördertour gegangen, um an diesen Punkt zu kommen. Und ich glaube, Michael Wendler, er war zu dem Zeitpunkt kein richtiger A-Promi. Dafür war er zu sehr Trash. Er ist natürlich nicht die Liga Thomas Gottschalk, Boris Becker, was weiß ich, ja. Oder meinetwegen hier diese Shirin David von Instagram. Auf jeden Fall auch ein A-Promi für eine jüngere Generation. Nein, aber ganz ehrlich, ne? Michael Wendler war auf jeden Fall in Richtung, dass er sich vielleicht zu einem Z-Promi hätte mausern können. Vielleicht. Vielleicht hätte er sich wenigstens zu einem Z-Promi hätte mausern können. Ja. Er war ganz, ganz oben mit dieser Deutschland sucht den Superstar-Vertrag-Nummer. Und sein Manager hat ja erzählt von wegen, ne, er hätte eigentlich ausgesorgt gehabt in 2 Jahren mit diesen ganzen RTL-Verträgen. Da kannst du auch mal sehen, was RTL rüberspringen lässt, wenn du dich da, wenn die dich am Samstagabend 2015 ins Fernsehen reinsetzen und so. Ne. Und das finde ich schon sehr, sehr spannend. Und ja, ich habe Michael Wendler nie persönlich getroffen tatsächlich. Ich habe Michael Wendler nie persönlich getroffen und danke Mike fürs Dabeisein, Kuss geht raus, danke für deine Unterstützung, danke für dein Abo, danke mein lieber Mike fürs Dabeisein, bring die Kinder ins Bett und wenn du Spaß und Lust hast, irgendwann rufst du mal wieder hier an, dann quatschen wir mal wieder, mein Lieber, oder schreib mir überhaupt mal, wie es dir geht, flüster mir mal eine Flüsternachricht auf Twitch oder komm endlich mal, verdammt nochmal, komm endlich mal hier auf Discord, mein lieber Mike, Junge, 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 immer muss ich mit dir schimpfen mit diesem Discord, komm doch einfach mal auf Discord, mein Lieber. Benetekt, oh, ich bin wieder ein bisschen im Chat hinterher. Meine Güte, wieder Laberwasser hier vom Carlo heute. Mein lieber Benetekt, du hast schon relativ viele berühmte Fußballer gesehen. Du magst zwar keinen Fußball, aber einige FC Bayern-Spieler wohnen in deinem Ort. Was heißt denn FC Bayern-Spieler wohnen in deinem Ort, mein lieber Benetekt? Dann kann dein Ort ja nur München-Grünwald sein, oder? Das Villenviertel, nicht? Also ich weiß nicht, wohnen die Spieler vom FC Bayern, wohnen die nicht alle in Grünwald, wo auch hier Rudolf Mussheimer gewohnt hat? Oder Tegernsee? Am Tegernsee wohnen auch mittlerweile einige Spieler, was ich sehr gut verstehen kann. Tegernsee, wenn ihr noch nicht da wart, wunderschön, wunderschön. Tegernsee, Kaffee kostet 8,50 Euro. Naja, war ein bisschen gelogen, ne? Aber kann ich verstehen, dass man als Manuel Neuer gerne am Tegernsee wohnt. Auf jeden Fall. Ich glaube, Philipp Lahm, der hatte dann das angefangen. Philipp Lahm hat dann irgendwie nicht in Grünwald gewohnt, in so einer Villa, ja, so in München-Grünwald, sondern Philipp Lahm hat, glaube ich, hier in München, wie heißt das, Glockenbachviertel oder so. Eine riesige Penthouse oder Wohnung, Etage, wie auch immer, Glockenbachviertel. Da haben dann auch einige gewohnt, wobei ich mich dann frage, wenn du so ein Fußball-Weltstar bist, kannst du wirklich downtown in so einem eng besiedelten Viertel wohnen? Sind da nicht ständig Leute vor deiner Tür? Wie kommst du da? Musst du immer über die Tiefgarage flüchten? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ah. Hexe. Du hast mit Mike Bauhaus gefrühstückt, mit Jürgen Drews Karneval gefeiert und du wurdest von Olaf Henning angebaggert. Also, Jürgen Drews, für mich persönlich absoluter A-Promi. Jürgen Drews, für mich absolute Legende. Da könnt ihr sagen, aber das ist doch dieser König von Mallorca, dieser Schlagertyp. Bei Jürgen Drews, musst du mal drauf achten, wenn Jürgen Drews gerade nicht der König von Mallorca ist und nicht so der ironische Onkel Jürgen ist. Jürgen Drews, wenn Jürgen Drews den Mund aufmacht, da kannst du noch was lernen. Jürgen Drews, der hat
hat so einen kleinen Teil, hat so ein ganz bisschen was verstanden von der Welt. Und wenn Jürgen Drews den Mund aufmacht, wenn er gerade Jürgen Drews ist und nicht der König von Mallorca, da kommen wahnsinnig viele interessante und gute Sachen raus. Der hat wahnsinnig viel erlebt in seinem Leben, auch wahnsinnig viel gearbeitet in seiner Branche und so Schlager-Party-Songs zu machen und diese ganzen Auftritte wahrzunehmen. Das ist wirklich eine Ochsentour. Und Jürgen Drews kann wirklich singen. Und Jürgen Drews hat wirklich Charisma. Und wenn Jürgen Drews was sagt, ist da was dran. Wenn Jürgen Drews was sagt, ist das, hat das alles Hand und Fuß. Jürgen Drews für mich absoluter A-Promi. Olaf Henning, ist das der mit dem roten Pony? Mit dem grünen Pferd? Ich weiß nicht, ist das Olaf Henning? Der hat dich angebaggert, Hexe. Da hast du aber Besen drüber, ne? Oder wie ist das dann? Oder so ein Olaf Henning, hätte der bei dir Chancen? Oder geht da der Hexenbesen über die Rübe? Also, ich kann ich mal fragen. Mike Bauhaus kenne ich nicht. Da muss ich mich ganz zurückhalten. Mike Bauhaus kenne ich tatsächlich nicht. Grumpy, legt nach. Du hast getroffen den CEO. Leute, wer es nicht weiß, ein CEO ist ein Geschäftsführer quasi. Ein Unternehmenschef von Activision, von EA Sports und den Chefentwickler von Battlefield. Wie trifft man solche Leute, Grumpy? Auf ein Gamescom? Wie muss man sich das vorstellen? Und 117, mein Lieber, herzlich willkommen hier im Carlo-Stream. Mein Lieber 117, du auch schon 7 Monate dabei. Hier vorhin ging es schon rum, so von wegen, viele sind jetzt hier im 8. Monat dabei mit ihrem Abo. Die sagten schon, nächsten Monat kriegen wir unser Kind und so. Ja. Also Zwillinge wurden mir ja schon angehängt heute, mein Lieber 117. Wenn du so weitermachst, kriege ich von dir auch noch ein Kind. Ein Abo-Kind, ein Sub-Kind. Danke, mein Lieber, für deine Unterstützung. Danke fürs Dabeisein heute. Wendler ist der Hammer, schreibt LL Cool Gamer. Tja, kommt drauf an, was man an ihm Hammer findet. Seine Fähigkeit zum Trash, also ich sag mal, seine Fähigkeit zum Trash, die ist natürlich wirklich der Hammer. Was er so auf Telegram postet, finde ich jetzt nicht ganz so hammermäßig. Aber ich sag mal, als der Wendler diesen Skandal noch nicht an der Backe hatte, ich muss euch sagen, mein Guilty Pleasure, ja, mein sündiges Vergnügen ist ja Trash TV. Deswegen, ich habe den Wendler immer gerne zugeguckt. Und im Sommerhaus der Stars auf RTL, da war ja der Wendler drin mit der Laura. Mit seiner Laura heißt es ja immer. Es heißt ja nie die Laura mit ihrem Wendler, sondern es ist ja immer der Wendler mit seiner Laura. So, pass auf. Und da war er im Sommerhaus der Stars, der Wendler. Und dann hat er da im Sommerhaus der Stars, hat er doch da seine Zeit verbracht oder musste er verbringen mit Willi Herren. Willi Herren, Herzensmensch. Willi Herren ist ein selbsterklärter Herzensmensch. Ne? Und kennt ihr noch von der Sesamstraße. Und der ist auch so ein Partysänger und so. Aber dann hast du gesehen, natürlich ist es auch von RTL alles so zusammengeschnitten und so. Ist mir schon klar. So, aber dann hast du gesehen, was macht Willi Herren da im Sommerhaus der Stars auf RTL? Und was macht Michael Wendler da? Und wie verhält sich Michael Wendler? Und was sagt er so? Das ist 2, 3 Jahre her. Und da habe ich gesagt zu meiner Frau Carlo, aber mal ganz ehrlich sage ich zu ihr, wenn ich jetzt vor die Wahl gestellt werde, mit wem ich eine Pizza essen gehe, dann gehe ich doch mit Michael Wendler Pizza essen. Ich gehe doch um Gottes Willen nicht mit Willi Herren, gehe ich doch keine Pizza essen. Nicht nur, dass er dann sagt, du, ich habe mein Portemonnaie vergessen, sondern ich habe das Gefühl, bei Willi Herren, der klaut mir auch noch einen Huni noch aus meinem Portemonnaie. Also mit dem Herzensmensch Willi Herren kann ich nicht so richtig viel anfangen. Aber der Wendler, ich fand den im Sommerhaus der Stars richtig über. Ich fand den, also da habe ich gesagt, ja, mit dem gehe ich eine Pizza essen. Bevor ich mit dem Willi Herren gehe, gehe ich mit dem Wendler eine Pizza essen. Jetzt ist Wendler verbrannt in Trash-TV Deutschland. Das ist ein bisschen. Aber stell dir mal vor, du hast eine Karriere. Du bist Michael Wendler und du bist wegen so einem Schrott als Trash-TV-Promi verbrannt. Das steht dann so über dich in der Wikipedia. In Deutschland als Trash-TV-Z-Promi verbrannt. Das ist aber auch nix, oder? Mein Lieblingslied vom Wendler ist, und wenn ich war mal sehr betrunken, im April letzten Jahres. Ihr wisst, ne? April letzten Jahres
März, April hatten wir ja Lockdown und das war alles so ein bisschen spooky und da habe ich auch mal hier gezoomt mit einem Kumpel, haben wir mal richtig uns einen reingestellt, ne? Und dann hatte ich mitten in der Nacht Lust zu hören von Wendler das Lied »Was man liebt, gibt man frei«. Ein toll produziertes Trash-Pop-Schlagerlied. Zu meiner Entschuldigung, ich war betrunken. Ich war betrunken. Und ihr könnt euch das gerne mal anhören. Ich spiele es hier nicht ab. Was man liebt, gibt man frei. Das ist das Video. Das ist das Video, wo er mit dem Fahrradhelm auf so einem Segway so einen Steinweg langfährt. Das ist das Video. Und das ist einfach zum... Also ich schreie mich da weg. Wenn das nicht euer... Wenn euch das nicht abholt, ich kann darüber lachen. Also das war mega. Was man liebt, gibt man frei. Gesungen von Michael Wendler. Und in dem Video fährt er mit dem Segway so rum und dreht sich so um die eigene Achse und breitet die Arme so aus. Ach, das war alles lange vor seinem Skandal. Da war Michael Wendler noch ein Trash-TV-Star. Tja. Laura, sagt Grumpy, ist erfolgreicher und besser bezahlt als der Wendler. Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Das kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass Laura mittlerweile wesentlich mehr verdient als der Wendler. Wobei ich habe wir reden ja über Promis eigentlich heute unter anderem. Wieso reden wir eigentlich über den Wendler? Nein, aber Z-Promis sind auch Promis, meine Lieben. Und beim Wendler ist es ja so, ich glaube aber, da war jetzt so eine Sache, weil... RTL hat ja versucht, die Sendung dann doch so auszustrahlen, wie sie gedreht wurde. Ne? Hat RTL ja versucht, erstmal mit dem Wendler. So. Und dann hatte er wieder irgendeinen Unsinn gepostet. Und dann mussten sie ihn ja rausschneiden. Aber weil sie versucht haben wohl, die Sendung erstmal mit dem Wendler doch auszustrahlen, musste er da dann doch Geld für kriegen. Das heißt, es sind nicht alle RTL-Verträge geplatzt, wie man das erst dachte, sondern er musste dann doch ein bisschen Geld dafür kriegen, weil sie dann doch versucht haben, die Sendung mit ihm auszustrahlen. Hinterher mussten sie ihn ja dann rausschneiden, aber ich glaube, es ist eng für den Wendler. Ich bin mir aber nicht mehr ganz sicher, wie eng es jetzt ist. Und dass Laura aber mehr verdient, das glaube ich schon. Dass aber Lauras Erfolg als Influencer, Instagram-Star, ist ein bisschen gefährdet, ne? Durch das Wendler-Image. Färbt auch alles so ein bisschen ab, ne? Jean, diese Nacht, wo Wendler mit Hildmann telefoniert hat, hat ihn so getriggert. Das ist aber auch ein fieser Narzisst. Meinst du, Hildmann hat ihn umgedreht? Der Manager vom Wendler sagte, er ist ja sowieso, der Wendler ist wohl ein sehr verunsicherter Mensch eigentlich, oder? Ne? Und der lässt sich irgendwie... Wenn man ihn richtig anpackt, lässt er sich wohl auch manipulieren. Irgendwie sagte der Manager, Wendler kann Leute manipulieren, ist aber auch selber ganz gut manipulierbar. Sagte der Manager, guckt euch den ganzen Schmarrn nochmal an, macht euch euer eigenes Bild. Jedenfalls Wendler verbrannt. 117 sagt, Pocher und Wendler sind doch C-Promis oder noch weniger. Ja, Wendler ist ein Z-Promi. Ich glaube, Pocher, täusch dich nicht, 117, ich glaube, Pocher ist schon so ein richtiger A-Promi auch mittlerweile. Pocher konnte man ja nie so ganz ernst nehmen, aber Pocher hat natürlich auch schon damals, als das noch was wert war, die ganz großen Mediamarkt-Werbekampagnen gemacht und so, ne? Fernsehen überall zu sehen und so Plakat und da sage ich mal, ich glaube tatsächlich, Pocher ist ein absoluter A-Promi, denn auch nur ein absoluter A-Promi kriegt, glaube ich, auch freitags 20.15 Uhr und samstags abends und so, kriegt diese Sendung auf RTL. Das machst du halt nur mit Leuten, die auch ziehen, wo die Menschen einschalten. Deswegen glaube ich schon, mittlerweile Oliver Pocher hat es tatsächlich auch zum A-Promi geschafft, würde ich mal sagen, meine ich mal. So, oh, jetzt hänge ich immer noch so im Chat hinterher. Meine Güte, Leute. Max Albert, Trump-Treffen. Ich weiß nicht. Den Trump-Treffen? Oh, Hexe, du schreibst es. Jürgen Drees war früher sehr sympathisch, aber ohne Cam. Na, das meine ich, ne? Wenn die Kamera an ist irgendwie und er verwandelt sich noch in Onkel Jürgen und so, aber vieles, was ich dann, ist noch ein paar Jahre her, vieles, was ich dann von ihm mal so gesehen habe, wo er nicht Onkel Jürgen war, der Jürgen Drews und so, hatte immer irgendwie Hand und Fuß. Fand ich irgendwie interessant, fand ich irgendwie gut. Trump-Treffen, ja Gott, Trump-Treffen, weiß ich nicht, ist jetzt irgendwie nichts, was mich so reizt.
was soll man den Trump treffen, oder? Der sagt direkt, du kommst rein, da sagt er direkt, you're fired. Also weiß ich nicht, ob ich mir das abholen will. Keine Ahnung. Rudi Völler, der hat ja in Italien, nennt man ihn ja, glaube ich, auch Rudi Nationale, ne? Also Rudi Völler finde ich ganz toll. Ich finde Rudi Völler ganz toll. Ich finde das so toll, dass der für einen Fußballer selbst in seiner Zeit mit diesen Mini-Pli-Locken so einen ganz anderen Look hatte. Und ich fand das toll, dass Rudi Völler sagt, ja, zu dem Sportreporter hier, du sitzt hier, hast 2, 3 Weißbier getrunken und so. Und ich finde das toll, dass Rudi Völler so ein kleines Rumpelstilzchen ist. Ich finde, der sieht wahnsinnig sympathisch aus. Anderer Spitzname von Rudi Völler ist ja Tante Käthe, ne? Mit den Haaren und so. Aber ich finde das wahnsinnig toll, dass in Rudi Völler so ein kleines Rumpelstilzchen ist. Ich finde das wahnsinnig unterhaltsam. Ich finde das irgendwie echt. Ich finde das irgendwie authentisch. Rudi Völler, wenn ihm was nicht passt, der ist auch sehr subjektiv dabei. Also es ist halt so, es gibt ja so Leute, die sind irgendwie, keine Ahnung, Rudi Völler, das sind so Leute, die wissen auch ganz genau, dass die Gegenseite irgendwie einen Punkt hat. Dass die Gegenseite irgendwie mit irgendwas recht hat. Aber Rudi Völler bleibt einfach Rudi Völler. Und bleibt das Rumpelstilzchen. Und nein, er findet das falsch. Und dann teilt er so aus und so. Auch wenn er es eigentlich besser wissen müsste. Und also so solche Sachen. Das finde ich irgendwie echt. Muss nicht jeder mögen. Ich finde das irgendwie echt an Rudi Völler. Benedikt, Oberhaching, okay. Ist ein Nebenort von Grünwald. Ich verstehe. Mein Lieber. Ja, die Bayern-Stars wohnen auch in Oberhaching. Benedikt, wen hast du denn da so gesehen? Wer läuft dir denn da so als Bayern-Star über den Weg? Wie muss man sich das vorstellen? Kommt dann da so ein, keine Ahnung, wie heißen sie denn jetzt alle? Hernandez, kommt der dann da so, grüßt der dich vom Motorrad oder wie muss man sich das vorstellen in Oberhaching? Wie muss man sich das vorstellen? Und liebe Jule, wir zwei auch schon im 8. fortlaufenden Monat zusammen. Meine liebe Jule, Kuss geht raus. Liebe Jule, ich danke dir für deinen Support, für dein Mitmoderieren. Nochmal herzlichen Glückwunsch zu deinem Gründer-Badge. Und ja, du hast auch den kleinen Dino, der freut mich auch immer sehr. Und jetzt haben wir hier den ersten Anrufer in der Show. Hallo, mein lieber Anrufer. Hallo, liebe Anruferin. Herzlich willkommen hier in der Call Carlo Call-In Show. Was ist dein Thema heute? Corona, Waffeln, Pfannkuchen oder Promis? Eierkuchen. Eierkuchen? Mit wem spreche ich denn? Ja, mit Mike. Alles gut? Hallo, mein lieber Mike. Wie geht es dir? Du rufst hier an zum Thema Eierkuchen. Vielleicht nochmal für alle, die da nicht so ganz bewandert sind. Leute, in Berlin, da sagt man zum Pfannkuchen Eierkuchen oder Eierpfannkuchen. Und in Berlin heißt der Berliner, den alle Menschen als Berliner kennen, die nennen den da Pfannkuchen. Also ganz durcheinander. Mein lieber Mike, wie sehr stehst du denn auf Pfannkuchen auf einer Skala von 0 bis 10? Ja, doch, ich würde schon so sagen, so bei 8, wenn er gut gemacht ist. 8. Was heißt denn gut gemacht? Ja. Machst du so einen schönen Eierkuchen auch mal selber oder lässt du dir den lieber machen? Nee, ich lass den ja lieber machen. Wer ist denn bei euch, hast du so eine Eierkuchenkönigin geheiratet? Nee, wenn dann eher Muttern. Ah, Muttern. Also, Leute, ihr müsst wissen, Mikes Mutter ist immer für ein gutes Gulasch gut. Habe ich richtig in Erinnerung. Ja. Ne? Und natürlich genau. Auch für einen schönen Eierpfannkuchen. Jetzt mal natürlich die Kernfrage. Also, du bist ja der Eierkuchenmann eher. Wie isst du denn deinen Eierpfannkuchen? Isst du den süß oder herzhaft? Nee, so ganz süß mag ich den auch nicht. Also jetzt so hier mit Nutella oder sowas, das ist dann auch nicht meins. Aber so mit Banane, so früchtemäßig, das ist dann eher so meins, ja. Einfach nur so mit Banane? Ja. Ach, das habe ich noch nie gehört. Am besten noch mit in den Teig drin. Ah. Eingeschnitten und dann mit drin in den Teig drin. Muss ich sagen, meine Mutter mochte ihren Pfannkuchen, ihren Eierkuchen natürlich, die mochte den immer am liebsten. Da musste man erst immer Apfelspalten in der Pfanne anbraten und dann kam der Teig darüber. Und dann waren diese Apfelspalten, diese angebratenen, karamellisierten Apfelspalten, so flach natürlich, die Apfelspalten, waren irgendwie eingebacken in diesen Pfannkuchen. Und so eine eingebackene, ja. So ein Bananenpfannkuchen, das ist was für dich. Ja, sowas finde ich auch. Nee, die Bananen, die werden so quasi mit in den Teig drin gemacht. Die werden halt klein gematscht
Und kommen in den Teig drin. Also sind nicht in Scheiben oder so, sondern sind quasi in dem Teig mit drin. Ah, Am besten, okay. wenn die Banane auch schon so noch so, schon so ein bisschen braun ist, weißt du, schon so ein bisschen Au, weich und alle. au, aromatisch. Ja, so hat meine Mama gemacht, quasi Resteverwertung. Ah, Wir ja. hatten doch früher nicht. Wir hatten ja genau, wir hatten ja früher nicht. Also auf jeden Fall ist auch diese Pancakes, kennst du diese etwas festeren, aber nee, so klein, obwohl die jetzt lassen, die sind irgendwie auch fluffig, diese amerikanischen Pancakes. Ja, kenne ich auch. Die macht man auch oft mit Banane. Banana Pancake ist auch so ein Klassiker in den USA und Okay. so. Also, Banane auf Ja, jeden Fall. nee, das mag ich. Und dann halt schön noch Vanilleeis dazu. Oh, ja, doch, finde ich gut. Das ist schon, also ich sag ja, ich würde eher mit einer sehr guten Waffel gehen als mit einem Pfannkuchen, aber so ein guter, schöner Pfannkuchen so mit Eis und so, da stehe ich schon auch drauf. Da stehe ich schon auch drauf. Aber Marmelade, Apfelmus bei dir nicht so für einen Pfannkuchen. Doch, Apfelmus sieht doch, genau. Aber man, halt keine Marmelade, keine Schokolade, diese, also Zu nicht so süß. ganz so süß. Zu süß. Ich Genau. verstehe. Mein Lieber, ansonsten, wir haben ja auch schon ein bisschen über Waffeln gequatscht. Mit so einer Waffel kriegt man dich auch oder gar nicht? Ja, Waffelweg dabei. Wie isst du denn die Waffel Waffel? finde ich gut. Wie isst du denn die Waffel? Einfach Puderzucker drüber? Pur, pur. Einfach so, Genau, ne? pur. Ja, Einfach bisschen, genau. wir zwei. Also ich sehe uns eines Tages, wenn die Corona-Kacke vorbei ist oder irgendwie sonst wie abgeflacht ist. Ich sehe Genau. uns mit unserem Designer-Bier. Nee, was hast du gesagt mit unserem, wie heißt denn das nochmal? Draft-Bier? Mit unserem speziellen Weltbier? Genau. In der linken Hand Genau. und in der rechten Hand eine schöne gerollte Waffel, oder? Ganz pur. So machen wir das. So machen wir Und das. dann Und bei mir im Yard und dann und zum Abend gibt's dann weiß ich nicht, Pulled Pork und Spareribs. ja, du weißt eben, was gut ist, mein Lieber. Ja, aber manches Pulled Pork und Spare Ribs, das ist ja, geht ja fast in die Süßspeisenrichtung, ne? Das ist ja manchmal sehr süß, ne? Ja. Mit diesem ganzen Ja, Barbecue-Soße, das ist ja Honig. sowieso, genau, das ist ja sowieso geil. Also diese Mischung zwischen süß und herzhaft. Das ist ja deswegen ja auch diese Eierkuchen und dazu dann noch Schinken und sowas. Das ist halt dieses Zwischending zwischen süß und ja, herzhaft. Das ist ja Ja. wie manche Leute nehmen ja auch ihre Pommes und machen die in den Müllcheck drin. Das ist ja auch diese fettige, süße, also diese Mischung, die macht halt, ne? So sieht's aus. Und natürlich, mein lieber Mike, nicht zu vergessen, der Siegeszug, der unglaubliche Siegeszug in Deutschland oder Europa, wie auch immer, vom gesalzenen Karamell, oder? Überall hat man Ja, das da dann bin ich kein gehabt. Fan von. Bist du kein Fan von? Überall, Mike, Nee, überall war überhaupt dies. nicht. Du konntest irgendwie, keine Ahnung, keinen Kühlschrank mehr aufmachen, ohne dass dich irgendwie so ein gesalzenes Karamellstückchen anfällt und so. Überall bei McDonald's, in jedem Eis, auf irgendeinem Kaffee, alles musste gesalzenes Karamell haben. Ist das immer noch so? Frage an den Chat. Mike kennt sich da nicht aus, ich bin nicht mehr ganz im Thema. Ist das mit dem gesalzenen Karamell immer noch so oder hat das mittlerweile mal wieder nachgelassen? Sind alle wieder zur Besinnung gekommen und sind mal zurück zur Kinderschokolade und so? Nein, es musste immer gesalzenes Karamell sein. Ansonsten, mein lieber Mike, was ist los bei dir? Hast du mal einen Promi getroffen? Ja, okay. Naja, Promi, ich hab, also eine Berühmtheit möchte ich mal sagen. Also so, ich habe damals Guido Westerwelle mal getroffen, also öfters getroffen. Ja, das ist ja schon ein richtiger Politik-Promi. Ja, deswegen wissen manche, ob das Promi ist, so weil die meisten ja Promis mit irgendwelchen Fernseh- und Musikstars so sehen. Sehe Ja. ich im Prinzip auch so. Aber ich sag mal, wo trifft man denn, wo läuft man den Guido Westerwelle über den Weg, wenn ich mal fragen darf? Ich hab im Auswärtigen Amt damals gearbeitet. Also wo du überall schon, also im Auswärtigen Amt hast du auch schon, also hör Ja, mal. Und da lief immer, das war da zu haben der sie Zeit. umgebaut. Früher war im Auswärtigen Amt unten die Post, beziehungsweise irgendeine Bank oder irgendwas, die Postbank, glaube ich, irgend so ein Ja. Riesending, also ein Riesentresor, und das haben sie umgebaut. Und in der Phase, wie sie umgebaut haben, habe ich da gearbeitet. Und dann lief da der Außenminister immer so rum. Genau, der ist ja da gewesen und dann hast du draußen in den Hoch, im Hof und dann kam der, ist halt mal vorbeigelaufen, beim ersten Mal gar nicht erkannt. Und meine, das ist der Arbeitskollege von mir. Und ich so, ah, okay, cool. Und dann hat man ihn halt, also jetzt nicht irgendwie so Hallöchen, wie geht's dir, kann ich ein Autogramm haben oder irgendwas, sondern man hat ihn halt gesehen. Das ist der Chef. Das ist der Chef. Da muss man mal Hallo sagen. Genau. Nee, aber aha, Mensch, wie lange ist denn das her? Das ist doch jetzt auch schon wieder 10 Jahre. Ach, länger, oder? 10 Jahre? Nee, ja, guck mal, da war ich nach der, ach, länger, guck mal, das 14 war nach der Jahre. Bundeswehrzeit. Ja. Das,
Also da war ich, weiß ich nicht, 20 ungefähr. Ja, aber guck Also mal, ist schon. Merkel ist jetzt 14 Jahre, 15 Jahre Kanzlerin oder so. Oder? Das muss dann so vor 14, 15, 16 Jahren gewesen sein Ja, oder so. das kann gut hinhauen, ja. Ja, guck mal. Aua. Und dann ist hier ständig unser Außenminister. Herr Außenminister, Herr Außenminister, jetzt machen Sie doch mal Frieden. Habt ihr dann irgendwo auch, habt ihr ihn mal angesprochen oder habt ihr irgendwas von ihm Nein, gar gefordert? nicht. Nee, Nein. nee, gar nicht. Nee, nee. Ah, Also ich okay. habe mich auch nicht getraut. Ich bin da, also, bin ich ganz ehrlich. Und wie sah der denn, wie ist Also. das denn? Es ist ja immer, wenn man so Promis trifft, sehen die ja oft nicht so aus wie Anders ein. als im Fernsehen. So, wie sah denn Guido Westerwelle sehr anders aus als im Fernsehen? Ja, also ja, ganz anders nicht, aber ich fand halt immer, er sah mal viel Stress aus, immer so, also nicht, dass man ihn ansprechen hätte wollen, so. Es ist ja, als Außenminister trägst du natürlich auch, du hast den ganzen Tag Jetlag, du bist immer zwischen den Zeitzonen unterwegs, du trägst die Welt auf deinen Schultern, möchte ich mal sagen. Das, meinst du, er sah ein bisschen angefressen aus? Ja. Ah, okay. Verstehe, verstehe. Dann Und habe ich mal ihn gesehen wie heißt er denn? Der auch immer hier bei Zirkus Halligalli und so mit bei war. Das ist eigentlich ein Engländer, aber der ist nach Berlin gezogen. Der immer rumkotzen tut. War der von den Offsprings? Ich glaube, von den Offsprings war der gewesen. Der immer So ein rum. ganz großer. Der ist ganz groß. Offsprings, das ist das eine Genau, Band. Evil Jared Ach hieß Mensch, der. wie hieß Genau denn den. diese Evil Jared? Ja, stimmt, der ist oft im deutschen Fernsehen. Genau, genau, Wie genau. hießen diese Band von dem nochmal? Apes? Ich glaube, Monkey? Monkeys? nee, waren da die Offsprings, oder? Off wie, jetzt muss ich, jetzt gucke ich mal. Jetzt gucke ich mal hier, jetzt mache ich hier mein. Mach mal. Evil Jared, wie hieß denn diese Band? Die hatten so ein Video mit so Affen. Bloodhound Gang. Bloodhound Da Gang. steht's. Da steht's doch. Ja, Mann, der Chat, der weiß Chat alles. weiß Bescheid. Brauchst du nicht Was googeln. google ich hier eigentlich? Bin ich doof? Chat weiß Bescheid. Ich habe immer so Namensfindungsschwierigkeiten. Ich musste eben schon nachgucken. Max Rabe musste ich eben auch schon googeln und so. Bloodhound Gang, Evil Jared. Ja. Ja, stimmt. Der hat immer Genau, so. den habe ich mal Warschauer Straße getroffen gehabt. Warschauer Straße. Da rennt Ja, der das einfach. ist hier so eine Partymeile. Partymeile. Da rennt der. Wo ist denn das? In Friedrichshain? Eine gute Frage, keine Ahnung. Ist das nicht diese. Ist, gehört zur Warschauer Straße, gehört da nicht diese Warschauer Brücke? Ist das nicht diese rote Brücke in Genau, Friedrichshain? Ah ja, okay. da. Ja. Ja, Also genau, mal die. da hatte ich ihn mal getroffen. Und dann hast du ihn angesprochen? Nein, ich quatsche ihn nicht an. Das sind für mich normale Leute. Man sieht die und denkt sich, ach Mensch, cool. Also ich bin keiner, der dann hingeht und sagt, oh, kann ich Autogramm, kann ich hier, kann ich da. Also, wie sieht mich? Also, Autogramm, nee. Autogramm. Ja, muss ich sagen, ich habe vorhin mal erzählt, ich war mal bei einer Buchlesung von Jochen Distelmeier. Jochen Distelmeier, Sänger von Blumenfeld, ist für euch kein Promi, ist mir klar, aber für mich schon ein bekannter Typ. So. Und das war dann aber so, in ein paar Jahre vorher waren wir mal in Berlin, waren wir frühstücken irgendwo und dann saß der da. Und dann sagte eine Freundin von mir, ich spreche den jetzt an. Dann sage ich, nein, um Gottes Willen, du sprichst den jetzt nicht an. Was willst du denn da sagen, sage ich. Ja, wüsste sie auch nicht. Also ich finde das auch wahnsinnig schwierig, so Leute anzusprechen, oder? Naja, weil ich sag mal, es sind ja auch bloß Menschen und die wollen ja auch mal ihre Ruhe haben. Und ich glaube, das ist auch mal ganz angenehm, dass wenn man jemanden sieht, einfach bloß lächelt und nickt von wegen, ah, okay, er kennt mich und nicht hinrennt und sagt, oh, kann ich, wisst ihr, so ein bisschen so, ja, Respekt aber ist nicht, aber die sind von wegen, ah, alle so Taschen, wisst ihr, so Ja, weil nicht was. immer dieses Anquatschen und das machen, die wollen auch mal ihre Ruhe haben. Also, weiß ich nicht. Wenn man, wenn, ich sag immer, man kann sich Autogramme sammeln, klar kann man machen, dann soll man zu einer Autogrammstunde gehen. Aber sonst wollen die Leute auch mal ihre Ruhe haben. Also du bist ein gesitteter Fan. Du machst kein Trouble. Ja, Ja, nö. Also mein ich habe Lieber. ja auch so meine Lieblingsband und die habe ich auch schon live irgendwo mal gesehen, aber das ist ja nicht, wo man hinrennt. Also ich mag zum Beispiel total Bosshaus und so. Da war ich jetzt auf vier, fünf Konzerten. Und das ist halt, wo ich sage, ja, doch, die finde ich gut, aber wenn ich die privat sehen würde, ich würde nie auf die Idee kommen, die anzuquatschen und sagen, ey, komm, gib mir mal ein Autogramm. Ja, ah, hast du ja nie, also du hast ja keine Autogrammkarte bei, also mal, lässt du das irgendwo auf Klamotten machen. So, das machst du einmal, das zeigst du vielleicht einmal, Ende vom Lied ist, naja, die fliegen sowieso weg.
Bei Autogramm, nee, ist Ja, doch so. ja. Bei Autogramm, bei Auto, du ziehst die Klamotten nicht mehr an, weil sie unterschrieben haben. Das heißt, die landen irgendwo im Schrank. Im seltensten Fall hängt man die mal auf. Und Autogrammkarten hast du halt nicht immer mit bei. Dann, also daher lieber Autogrammstunde hingehen. Da hast du deine Autogrammkarte oder hast halt deine CD mit bei, weil man die CD ja sowieso hört. Dann können die unterschreiben. Dann kann man sagen: Hier, guck mal, habe ich, weißt du? Also, das ist da. Wobei es natürlich so ist, so ich glaube, diese Leute von Bosshaus, ich glaube, die wären sehr umgänglich. Wenn du die jetzt ansprichst, ich glaube, die wären ganz cool drauf. Also so keine Divas, glaube ich. Nee, glaube ich auch nicht. Aber trotzdem weiß ich nicht. Was ist Muss denn man so eben ein, gucken. was ist denn, gibt es denn kein Promi, wo du sagen würdest, der kommt in den Raum und du kippst um? Mit dem Nein. Schreikrampf. Früher, glaube ich, wäre Michael Jackson gewesen. Michael Aber Jackson, ja. Aber da ist vielleicht, hättest du den vielleicht fand aus ich anderen wirklich gut. Gründen in Deckung gehen müssen bei Michael Jackson. Man weiß es nicht. Gerade in Aber, dem Alter, wo ich ihn gut fand. ja, das ist, weiß man nicht, ne? Also, aber komischer, wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Es haben doch so viele Leute, es werden auch teilweise Leute nicht mehr im Radio gespielt. Ein Wendler wird nicht im Radio gespielt mehr und so. Es gibt ja aber auch andere Namen, die nicht mehr gespielt werden und so. Oder es wird vor irgendwelchen Filmen wird mittlerweile ein Warnhinweis eingeblendet und so von wegen hier bei, was weiß ich, vom Winde verweht und so. Ja, aber bei Michael Jackson, der wird im Radio gespielt und der wird auch kein Warnhinweis eingeblendet, wenn dieser Michael Jackson Film oder wenn irgendwo mein Video läuft und so. Wahrscheinlich, weil vor Gericht irgendwie nichts bewiesen ist, oder? Keine Ahnung. Genau, ich wollte gerade sagen, es wurde ja nie irgendwas bewiesen. Das sind ja alles nur immer Sachen, die in den Raum gestellt wurden. Und nachher, wo er gestorben war, wurde ja noch mehr in den Raum gestellt, Ja. wo sie kann. Also dann bin ich ehrlich, man kann mit dem Toten irgendwas vorwerfen. Der kann sich ja nicht wehren. Der kann ja nicht das Gegenteil beweisen. Also Obwohl, sowas ist doch arschlos. Dann macht man das in der Zeit, wie er lebt. Verstehst du? am Ende bestand Michael Jackson, glaube ich, aus so viel Ersatzteilen, wenn du es drauf anlegst, kommt er noch mal raus und wehrt sich. Also wenn du es drauf anlegst. Mein Lieber, Michael Jackson, ja, das war natürlich so. Also wenn ich mich so zurückerinnere, klar, Michael Jackson ist so ein Ding. Es ist ja so, habe ich das mal erzählt? Michael Jackson war doch damals mit dem Album Dangerous auf Deutschland-Tour. Und dann wollte er in Hannover auftreten. Da war aber in dem Stadion an dem Tag ein Fußballspiel. Und da haben sie gesagt, für Michael Jackson machen wir hier keinen Platz. Und dann musste Michael Jackson ausweichen auf ein kleineres Stadion. Und das war das Stadion in meiner Heimatstadt, in meiner kleinen Heimatstadt Hameln. Da haben wir doch einen Autostream im Sommer gemacht. So, und dann ist Michael Jackson in Hameln aufgetreten und frag mich nicht wie, irgendwie ist meine Mutter an zwei Karten gekommen. Und dann war ich auf diesem Michael Jackson-Konzert in Hameln. Wir standen irgendwo mittig, nicht ganz hinten, nicht ganz vorne. Und ich habe wirklich auf diesem Konzert, das war ja, was weiß ich, wann war das denn? 92, 93? Ich habe wirklich nichts gesehen. Ich habe nichts gesehen. Ich war mit den Nerven am Ende. Ihr kennt das, ne? Von diesen Videos, die Leute in dieser Michael Jackson-Hysterie. Ich habe nichts gesehen. Ich habe nichts gesehen. Es gibt davon, auf YouTube gibt es so Mitschnitte, irgendwie vom Hubschrauber aus oder so, keine Ahnung. Also es ist irgendwie auch, im Nachhinein findet man das immer ein bisschen ulkig, aber naja, absolute Hysterie war das, keine Ahnung. Ja, aber du kannst wenigstens sagen, ich war dabei. Ja, ich war dabei. Ich kann mich auch noch daran erinnern. So. Also ich kann mich noch an Heal the World erinnern, tatsächlich. Ich kann mich daran erinnern, das war bei den Open-Air-Konzerten war es so, dass er am Ende mit diesem Jetpack, war er ja nicht, war ja irgendein anderer Typ. Er ist ja mit diesem Jetpack dann Na. weggeflogen und er kam raus, aus dem Boden geschossen am Anfang des Konzerts und dann guckte er erstmal 10 Minuten in eine Richtung. Dann kam so ein Knall und er guckte in die andere Richtung nochmal 10 Minuten und dann hat er so ganz langsam seine Sonnenbrille abgenommen. Und wenn du da als 10-Jähriger nicht ausrastest, dann weiß ich auch nicht. Dann weiß ich es auch nicht. So, also das, aber das ist ja auch kein richtiges Promi-Treffen. Also wie gesagt, ich habe keinen. Kennst du auch, du kennst, kennst, hast du so einen Cousin, der irgendwie Eishockey-Star ist oder Fußballprofi? Nö. Gar auch nicht, ne? Nö. Nö. Keine Ahnung. Ich kenne auch keinen, der ihn kennt, der irgendeinen in der Verwandtschaft hat, der irgendwas ist. Ja, also wie gesagt, ich kenne jemanden, der so ein Popstar in der Verwandtschaft hat, aber habe ich auch nicht mehr so Kontakt und so. Aber das fand ich witzig, als ich das dann gehört habe, weil,
Ja, das ist der und der, ach so, denkst du, ach, der mit dem Nummer 1-Hit, alles klar. Nee, aber fand ich einfach witzig und so, aber nee, aber ich kenne keinen, aber du hast wenigstens schon mal ein paar Mal Guido Westerwelle gesehen, auch schon tot, meine Güte, die Welt dreht sich schnell und immer schneller. Ja. Mein lieber Mike, hör mal, du warst heute hier, der erste Anrufer in der 120. Ach, echt, ja? Ja, heute der erste Anrufer in der 120. Du bist doch schon so lange online. Ja. Wollte nicht hier irgendeiner anrufen? Nee, irgendwie, die mögen alle keine Waffeln. Hatte. Die mögen kein Corona, also. Die mögen keine Waffeln, die mögen keinen Pfannkuchen und die mögen auch keine Promis. Deswegen ruft keiner an. Aber das ist ja so. Weil was ist mit Corona? Hast du dir schon die neuen Masken bestellt? Also, da ist es ja so, folgendes. Wie soll ich es sagen? Das glaubt ihr mir jetzt natürlich nicht. Anfang Januar 2020 war ich mit dem Zug unterwegs. Gucke aufs Handy und sehe diese Nachrichten aus China. So, ne? Irgendwie SARS, neues SARS-Virus oder keine Ahnung und keine so und so weiter. Ja. Da sitze ich da im Zug und dann hieß es, Masken tragen, hieß es da schon. Die würden jetzt alle Masken tragen. Und was so, da war in dem Artikel, Anfang Januar stand schon drin, was so Virologen tragen für Masken, dass die keine OP-Masken tragen, sondern FFP2, FFP3 und so weiter. Und dann habe ich einfach mal, aus Spaß, habe ich mal gegoogelt danach. Eine ganze Palette bestellt. Pass auf, ich habe gegoogelt danach. Anfang Januar 2020, nach FFP-Masken und so. Und dann kam ich auf eine Website und dann habe ich gesehen, nur noch wenige Masken verfügbar. So, und dann habe ich einfach mal aus Spaß 30 FFP2-Masken bestellt, Anfang Januar 2020. Was hast du bezahlt? Das war nicht so teuer. Das war noch nicht so teuer. Ich habe jetzt bestellt für 20 Stück, habe ich 29 Euro bezahlt. Ja, also das war damals vielleicht, also das hat nicht so viel gekostet. Also das waren vielleicht 30 Masken, 15 Euro oder auch noch weniger. Das hat da noch nicht so, ja. Aber aber ich glaube, die Preise zogen schon an, weil China ja ganz viel bestellt hat oder nicht mehr versendet hat. Wird ja viel in China produziert, haben sie gar nicht mehr verschickt und so. Aber da habe ich noch FFP2-Masken, 30 Stück. Und dann hatte ich aber im Spätsommer nochmal FFP2-Masken bestellt, weil ich zu Frau Kahlo gesagt habe, jetzt kommt der Winter, du weißt nicht, was passiert. Und deswegen haben wir tatsächlich seit Monaten FFP2 auf Vorrat. Aus Zufall, möchte ich mal sagen. Okay, cool. Also keine Ahnung. Na, ich hab gedacht, dieses Jahr ist der Bums vorbei. Ja. Also, ach so. Aber ah, da okay. Habe ich mich geärgert. Ja. Also da habe ich mich wirklich getäuscht. Ja. Also das ist, ja. Aber es ist ja glaube ich. Kann sich denn vorstellen, dass es jetzt so lange hinzieht, ey? Es ist ja, glaube ich, aber auch keine FFP-Maskenpflicht, sondern es heißt medizinische Masken, wo die OP-Maske auch dazu gehört, ne? Oder? Das weiß ich nicht. Also, meine Freundin meinte, wir brauchen jetzt diese FFP2-Masken. Ach so, okay. Bei Amazon habe ich mir noch welche bestellt. Die kommen jetzt Ende des Monats irgendwie erst an, Anfang nächsten Monats, wenn ich wo die herkommen. Ja. Also daher und daher habe ich jetzt erstmal welche bestellt. Ja, ja. Und die sind ja nicht mal waschbar. Die ist ja ein Wegwerfartikel. Haben ja auch schon viele ausprobiert. Mal so 20 Sekunden in der Mikrowelle. Aber dann verbrennt ja, dann reagiert ja dieser Metallclip, dieser Nasenbügel. Dann ist die ganze Scheiße auch kaputt. Also schwierig. Ja. Ja. Aber wie gesagt, ich hatte irgendwie zweimal Glück. Am einen Punkt hatte die Pandemie bei uns noch nicht richtig angefangen, habe ich welche gekriegt, obwohl ich da auch schon 3 Wochen Wartezeit hatte, bis das Paket da war. Und jetzt hatte ich Spätsommer nochmal bestellt, das ging aber von heute auf morgen. Da waren halt auch, haben wahrscheinlich viele gedacht, es kommt nicht nochmal so stark wieder. Ich habe auf Verdacht nochmal welche bestellt und wir sind ausgerüstet. Aber jetzt kommt der nächste Gag, da ich sowieso nicht rausgehe, wozu habe ich die eigentlich? Die, oder? Wozu habe ich die eigentlich? Ich wachse noch fest an meinem Bürostuhl. Mein lieber Mike. Also, hör mal, wir hoffen das Beste. Ich hoffe, du hörst dich wieder gut an auf jeden Fall. Du bist genesen. Ich hoffe, du bleibst auch von Corona verschont. Nein, noch nicht ganz gesund. Noch also, nicht ganz? Am Montag muss ich hin. Dann werden noch ein paar Untersuchungen gemacht. Und dann entscheidet sich, ob die Bauchspeicheldrüse rauskommt oder nicht. Auch? Also, so, ja. Um Gottes Willen. Also, erstmal gucken. Wir gehen mal nicht davon aus. Also, ja, wollen wir erstmal nicht davon ausgehen. Aber du hörst dich auf jeden Fall schon wieder ein bisschen vitaler und fitter an, will ich mal sagen. Also, mein lieber Mike. Ja. Dankeschön. Ich danke dir ganz, ganz herzlich für den Anruf heute. Gute Besserung. Bleib bitte von Corona verschont. Mach dir einen schönen Abend. Vielleicht machst du dir jetzt doch noch einen schönen Pfannkuchen, oder?
Nee, lieg ins Bett. Gehst du einfach ins Bett. Mein lieber Mai, Kuss geht raus. Genau. Danke für deine Unterstützung, danke Ich für deine wünsche dir Anrufe. Ciao, mein Lieber. was. Bis Tschüss. dann. Leute, das war unser Mike hier live in der Call Carlo Call-in Show. Und jetzt bin ich natürlich komplett im Chat hinterher. Meine Lieben, ihr wisst das, wenn ich telefoniere, versuche ich natürlich zu 99% beim Anrufer zu sein. Oh, jetzt habe ich mein Kärtchen hier. Ich sehe natürlich, dass ich hier einen Anrufer sitzen habe. Ich habe hier einen Anrufer sitzen im Discord-Warteraum. Und den hole ich auch gleich hier rein, mein Lieber. Eine Minute noch. Ich will nur ganz kurz gucken. Ich will nur ganz kurz gucken, was hier im Chat passiert ist. Ihr seht, die Carlo-Tassen sind in der Wäsche. Ganz lecker. So ein Jahrgangswodka hier. Die Carlo-Tassen sind in der Wäsche, deswegen heute hier mit Glas. Nur für euch. Falls ihr das irgendwo aufschreibt, was hat Carlo heute für eine Tasse? Also, wir haben ja alle schon erlebt hier, ne? Nee, meine Lieben, nochmal Jule. Hallo, danke Jule für deinen Support. Danke für deine Unterstützung. Danke für dein Abo und so weiter und so fort. Und das dafür, dass du das grüne Schwert immer bei dir hast. Hallo Jule. Ich hoffe, es geht dir gut. Und Jean, du bist auch noch da. Und Tapper verabscheut den Wendler. Kann ich verstehen. Und, was habe ich noch verpasst im Chat? Das deutsche Finanzamt mit dem Wendler. Also, wenn, ja, das deutsche Finanzamt und der Wendler ist wahrscheinlich so eine Spezialstory für sich, oder? Was man liebt, gibt man frei. Ein crazy Song. Müssen wir einfach so sagen. Und ein crazy Video. Also betrunken sein rechtfertigt jetzt nicht alles. Hör mal, mein lieber Benedikt, wenn du so betrunken warst wie ich, dann rechtfertigt das zumindest so einen kleinen. Was man liebt, gibt man frei Aussetzer, mein Lieber. So. Wer hätte gedacht, dass der Wendler mal so eine Sugar Mami hat? Die Angetraute vertraut auch mittlerweile Esoterikmüll. Tapper, warum bist du denn da so tief im Thema überhaupt? Folgst du dem etwa auf Telegram, dass du immer weißt, was der macht und lässt und so? So weit bin ich da gar nicht mehr. Ich krieg das immer nur mit irgendwo, wenn wieder irgendwie auf Twitter mal irgendwo ein Fetzen vom Wendler auftaucht. Dann weiß ich wieder, was der macht oder nicht macht. Oder wenn, keine Ahnung, man seppt so durch und da ist ein Promi-Magazin und dann wird über Laura Wendler, ach nee, ist ja noch nicht Wendler, über Laura Müller oder wie die heißt, berichtet. Dann kriege ich mal was mit von Esoterikmüll, da weiß ich gar nicht. Aber das Beste ist, habe ich mal gehört, Astro TV hatte einen Online-Shop, ist ein paar Jahre her. Und da wurden auch so komische Glaskugeln und so Feenstaub verkauft. Und dann hieß es, dürfen die überhaupt so Wahrsagerkugeln und Feenstaub verkaufen? Und ich meine, da hat ein Gericht entschieden, wenn die Leute von Astro TV selber dran glauben, an so paranormale, wir übersinnliche Sachen, dann dürfen die das auch verkaufen. Habe ich damals so aufgeschnappt. Kann auch alles falsch sein. Könnt ihr gerne recherchieren. Mein Service für euch. Einfach mal wieder so eine Google-Anfrage starten. Mal wieder was Interessantes oder so, wie das war. Ich erinnere mich da so dran, Astro TV durfte so Wahrsagerkugeln verkaufen, weil Astro TV nachweisen konnte, dass sie selber an den Kram glauben. Sonst dürftest du das nicht. Ach, keine Ahnung. Keine Ahnung. Ah, Christoph Lloyd. Hallo Christoph Lloyd. Meine Güte, bin ich weit im Chat hinterher. Ich scrolle ganz schnell durch, ja. Ich scrolle ganz schnell durch. Ganz schnell. Oberhaching ist relativ groß. Aber wen hast du denn dann da gesehen? Hernandez, mein lieber Benedikt, wie muss man sich das vorstellen? In Holland gibt es die Poffertjes. Da muss ich natürlich ganz ehrlich sagen, die Poffertjes sind auch richtig geil. Die Poffertjes sind auch richtig geil mit einem Schuss. Die Poffertjes sind auch richtig geil mit einem Schuss. Auf dem Weihnachtsmarkt, ich glaube, so Grand Marnier einfach drüber gemacht. Also die sind auch gut mit Puderzucker, die sind gut, die sind auch sehr gut, die Poffertjes. Die dauern leider immer ein bisschen lange, bis die gemacht sind. Finde ich. Ein Crepe geht schneller. Aber so ein Poffertjes so ein bisschen, da war so ein bisschen Grand Marnier-Sprit oder so drüber. Und dieses, erst war es sprittig und dann kam die Süße so durch. Fand ich aber ganz gut. Fand ich auch richtig gut, die Poffertjes. Muss ich ganz ehrlich sagen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Grabwächter ist Team Kinderschokolade und Salzkaramell ist immer noch voll angesagt. Meine Güte, das verfolgt einen aber auch wirklich überall, oder? Sag mal, die Kinderschokolade und der Kinderriegel, die schmecken unterschiedlich, ne? Die Kinderschokolade und der Kinderriegel sind wie so Cousins. Die sind ein bisschen anders, aber ähnlich. Der eine ist so matt, der andere ist so glänzend. Die kauen sich anders und die schmecken auch anders, oder? Kinderschokolade und Kinderriegel finde ich irgendwie anders. Irgendwie anders. Keine Ahnung.
Keine Ahnung. Und alle wissen, wer die Bloodhound Gang ist. Das will ich doch nochmal sagen. Da kamen sie alle raus. Aus 10 Ecken kamen Bloodhound Gang, Bloodhound Gang. Und hallo. Hallo Alien, wie geht's dir denn? Wunderschönen guten Abend. Ja, Mensch, hallo Alien. Böse Hexe schreibt, Carlo ist ein heimliches Michael Jackson Fangirl. Ja, das, also grundsätzlich, ich war natürlich ein riesen Michael Jackson Fan. Ich war natürlich tatsächlich ein riesen Michael Jackson Fan. Und natürlich war Michael Jackson ein Riesentalent. Ihr müsst euch mal die alten Aufnahmen anhören von Jackson 5, wenn die Brüder so gesungen haben. Nö, 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 nö. Und dann hatte Michael Jackson, sein Part. Und dann ging die Sonne auf, ne? Bei den Jackson 5. Es ist so, wie es ist. So, und jetzt mache ich mich auf. Ich mache mich auf den Weg, den nächsten Anrufer hier reinzuholen, tatsächlich in die Sendung. Ich will nur noch mal gucken, was ist im Chat passiert. Man kann eine FFP2-Maske im Backofen ganz gut desinfizieren. Okay, aber bitte nicht in der Mikrowelle, im Backofen. Okay, alles klar. Kann man die nicht eigentlich auch einfach mit Sagrotan einmal durchspülen oder geht dann das Vlies kaputt oder so? Keine Ahnung. Wie, was habe ich da für eine Tasse? Heute Glas. Verdammte Axt fühlt sich positiv verhext. Ja, wer würde sich bei unserer Hexe nicht positiv verhext fühlen, oder? Und Toga, hallo Toga, herzlich willkommen hier im Stream. Und jetzt, meine Lieben, und danke, meine liebe Hexe, für 10 wunderschöne, schmackhafte Bits. Meine liebe Hexe, ich danke dir für deine Unterstützung. Jetzt kommen wir hier zum nächsten Anrufer in der Call-Carlo-Call-In-Show. Meine Lieben, jetzt geht's los. Also, jetzt muss ich gucken, Discord reinziehen in den Live-Kanal. Uhr starten. Draufgehen und Hallo sagen. Moment, ich mache mal hier. Wir hatten letztes Mal so ein bisschen Tonprobleme. Ganz kleinen Moment, das kriegen wir nochmal hin. So. So. Jetzt aber. Jetzt. Komme ich jetzt zurück? Jetzt. Jetzt muss es doch gehen. So, jetzt. Nein. Jetzt. So. Nein, falsch. Ich mache alles falsch. Nein. Ach, sowas Blödes. Also jetzt aber der hier, der so, jetzt hier nochmal, jetzt nochmal einmal so und jetzt nochmal ganz langsam. Hallo. Hin und her. Hallo. Hallo. Einen schönen guten Abend, mein lieber Carlo. Ja, guten Abend, mein lieber Tapper. Herzlich willkommen hier im Carlo-Stream in der Call-Carlo-Call-In-Show, die 120. Call-In-Show. Ist mein Audiosignal denn heute leise genug oder ist das immer noch dröhnt es? Exakt. Meine lieben Leute, letztes Mal ist der Tapper. Der Tapper hat ja schon so eine kräftige Stimme. Aber es hieß, Tapper hier letztes Mal angerufen hat, der Tapper würde dröhnen. Es war ein dröhnender Tapper letztes Mal. Tapper, sag doch mal was. Vielleicht sagen die Leute dann ja, auch, dass ich gut bin. Ja, aber natürlich gerne. Ich wünsche allen Anwesenden einen wunderschönen guten Abend. Speziellen Gruß doch mal an die Moderatoren Böse Hexe und Jule Leitner. Also das muss jetzt einfach mal sein, dass die auch mal belohnt werden. Ja, also hör mal, die werden natürlich, also die sind immer sehr belohnt hier. Ja, also mein lieber Tapper. Also ist auf jeden Fall, also du hörst dich, für mich hörst du dich wunderbar fantastisch an. Glasklar, Grabwächter, gibt's auch seinen Stempel drauf. Und ja. Das ist doch schön. Leute, hier haben wir jetzt in der Leitung unseren Tapper, meine Lieben. Und Tapper ruft an zu einem Megathema heute. Habe ich schon erwähnt, genau, dass wir heute viele Themen haben. Corona, Waffeln, Pfannkuchen, Promis. Ja, also tausend Themen. Eigentlich wollte ich heute Abend gar nicht online sein, weil ich ja morgen Geburtstag habe. Und dann habe ich mir gedacht, naja, aber jetzt so, weißt du, der Abend vor Geburtstag, dann ist man so ein bisschen, so gewisse Unruhe noch vielleicht, so ein bisschen, ne? Und da habe ich gedacht, guckst du doch mal, ob jemand von dem, den du magst, auf Twitch ist und wer ist da? Call Carlo. Das passt ja ideal. Hör mal, ist so ein Tapper ein bisschen aufgeregt vor seinem Geburtstag? Was höre ich da raus? Naja, gut, okay. Ich meine, meine Moderatoren haben mir heute angekündigt im Stream, dass sie haben mich gebeten, irgendwie morgen ab 9.30 Uhr nicht mehr auf der Insel zu sein. Du weißt ja, ich mache ja morgens immer so Frühstück von Animal Crossing. Und die haben irgendwas vor.
Ich habe keine Ahnung, was. On-Stream oder off-stream? Oder wie muss ich mir das vorstellen? On-Stream. Ah, wir haben irgendwas on-stream in mir vor. Ich habe keinen blassen Schimmer. Aber da lasse ich mich mal überraschen. Also hör mal, ich bin gespannt. Ich werde morgen wahrscheinlich nicht da. Also jetzt bin ich ja ein bisschen angetriggert, aber ich werde wahrscheinlich morgen nicht dabei sein können. Ich muss mir das dann on-demand angucken. Ja, aber, ist ja kein Problem. Mein Lieber, ich bin gespannt. Ich bin gespannt, womit sie dir auflauern. Auf deiner Insel lauern sie dir nicht auf, anderweitig. Ich bin auch gespannt. Keine Ahnung. Ich werde ja morgen 59, wie du weißt, ich bin ja der alte Sack hier und naja, schauen wir mal. Die werden sich schon was einfallen lassen. Mein lieber Tapper, also Themen heute, Corona-Waffeln-Pfannkuchen Promis. Mein lieber Tapper, was darf ich dir denn entlocken? Möchtest du uns eine Waffelgeschichte erzählen oder vielleicht eine Promi-Geschichte? Nachdem ich jetzt schon ein paar Mal über meine Kochkünste geredet habe, und das Thema Corona haben wir auch schon hinter uns gelassen, würde ich sagen, wenden wir uns heute mal dem Thema Promis. Tapper, das finde ich sehr gut, dass du sagst, das Thema Corona für uns hier in unserem Twitch-Universum einfach mal, das haben wir schon hinter uns gelassen, oder? Ist schon das vorbei. Haben wir doch auch schon ja, weg. Genau. Was ist das? Doch kein Thema mehr. Also, Promis. Wie Tapper ist nicht unser heißer 25-jähriger Latino Beach Boy? Das finde ich ja jetzt geil. Also, fangen wir an. Mein erster Promi, den ich kennengelernt habe. Der Name wird wahrscheinlich auch dir nichts. Also, ich habe jetzt eine ganze Reihe. Oh ja, dann schieß los. Schieß los. Ich hoffe, du verträgst das. Ja. Also, mein erster Promi, sagt dir der Name Alexis Corner etwas? Nein, sagt mir schon mal nichts. Das habe ich mir gedacht. Wer ist das? Was muss man sich vorstellen? Alexis Corner hat mal früher das ist ein englischer Bluesmusiker. Der hat griechische und österreichische Wurzeln. Ich weiß, das klingt sehr merkwürdig. Ne? Er ist aber so ein bisschen dunkelhäutig. Aha. Und dieser Alexis Corner, der wird als mit John Mayall zusammen als Vater des weißen Blues genannt. Aha. Und der hat früher eine Band gehabt, da drin haben sich die Stones kennengelernt. Das weißt du ungefähr zeitgeschichtlich, wo das einzuordnen ist. Ich wollte gerade sagen, das ist ja, ich sag mal, 7 Jahrzehnte her. Gefühlt. Der ist 1984 verstorben. Ja. Ah, okay. Das war mein erster Promi, den ich kennengelernt habe. Und zwar ist der hier zu Schulzeiten, also bin ich noch zur Schule gegangen, da habe ich den hier bei oder nach einem Konzert, das war so tatsächlich die Sache, die in einem Bürgerhaus oder einem Jugendhaus, die haben damals ein großes Festival organisiert und Alexis Corner war so da die Hauptnummer und hat dann Blues gemacht und ich selber habe ja auch schon damals gespielt und da habe ich den kennengelernt. Das war mein erster Kontakt und ich war unglaublich beeindruckt, dass jemand, also ich kannte seine Geschichte ein bisschen und wusste auch, dass die Stones und viele, viele andere Musiker, also die heute quasi auch immer noch berühmt sind, der hat ja auch mit Leuten zusammengearbeitet wie Ginger Baker und dann eben auch ja, John Mayall, Klaus Doldinger hier in Deutschland. Ne? Also es war in Deutschland damals ganz, ganz bekannt. Wie gesagt, ist jetzt für die ältere Generation ist das natürlich jemand, die auf Blues steht. Alexis Corner, klasse Typ. Und ich fand das auch nämlich toll, dass ich war ja nun damals da echt ein junger Pöks und so weiter, ne? Und habe ihn dann einfach gefragt, Mensch, ne, so, Mensch, ich finde das und das, was der Song hat mir so toll gefallen, was ist das und so. Und dann hat er mir echt über die Geschichte von Crossroads erzählt. Ne, also Robert Johnson und die alten Delta-Blues-Musiker. Deswegen bin ich eigentlich so auf Blues gekommen früher. Aber Tapper, ich muss gerade einmal nachfragen, habe ich es jetzt irgendwie verpasst? Was spielte der denn für ein Instrument? Das ist ein Gitarrist und Sänger. Ach, Gitarrist und Sänger. Also der hat verschiedene Instrumente gespielt. Also eigentlich ist das Multi-Instrument, aber hauptsächlich bekannt ist der über Gitarre und Gesang. Ah, okay. Also der hat auch eine ganze Reihe eigener Alben auch gemacht. Aber wie muss man sich das denn vorstellen? Hast du den denn vorher schon irgendwie, fandst du den gut? Oder war das so, hat sich da so ein kleiner Wunsch erfüllt? Oder wie muss man sich diese Begegnung vorstellen? Das war schon so, dass ich bin, du weißt ja, ich bin sehr, sehr früh mit Musik durch meinen Onkel mit Musik in Berührung gekommen. Also auch gerade so Rock und Blues und solche Sachen, das war
bin ich, also ich habe sehr, sehr früh, wir reden also jetzt von 8, 9 Jahren, ja, ne, dass ich da schon Sachen gehört habe, die andere erst wesentlich später mitbekommen haben. Und da, natürlich guckt man sich dann an, Mensch, die Rolling Stones und John Mayall war mir ein Begriff, Clapton war mir ein Begriff, Jack Bruce, ne, war mir ein Begriff, solche Leute waren mir damals schon ein Begriff. Und dann ich habe mich dann immer gefragt, Mensch, wo haben die denn ihre Ideen her und wie sind die so geworden, wie sie sind und so weiter. Das war so, und natürlich habe ich den Namen im Kopf gehabt, und als dann klar war, pass auf, der tritt da und da in diesem großen Bürgerzentrum auf, dann habe ich alles daran gesetzt, da um überhaupt den sehen zu können. Und wie das denn, ich bin da ja nun sehr, sehr geradeaus und kenne da eigentlich auch nicht so dieses Star-Gehabe. Ich habe, die haben nachher so eine Autogrammstunde gemacht und so eine, ja, wie heißt, was man heute unter Meet and Greet verstehen würde. Ja. Allerdings wurde damals noch kein Geld dafür genommen, sondern der hat sich einfach hingesetzt und nach dem Konzert mit den Leuten unterhalten und eben Autogramme verteilt. Und ich, der kleine Pöks, der kleine Joachim, hat sich dann dazwischen gestellt und ihn dann gefragt. Und er fand, ich glaube, der war ganz amüsiert, dass er so ein kleiner Pöks zwischenstand, der ihn dann solche Sachen fragt. Also so ein ganz nahbarer. Ja, der war ganz nahbar, und das hat mich mörderisch beeindruckt, wo ich gesagt habe, wenn ich mal irgendwann Musik mache, ne, ich habe dann 2 Jahre später in meiner ersten Band gespielt und ich habe immer gesagt, wenn ich dann mal irgendwann auf einer Bühne bin und hinten mein Konzert, dann werde ich mich auch so um die Leute kümmern. Das war für mich immer ganz wichtig. Ja, Papa heißt Joachim. Ja, ich muss den Chat ausblenden, das ist ja furchtbar. Ja, du musst, also da merkt man, dass du Streamer bist. Du musst ihn zuschieben. Das wegschieben. Das ist ähnlich übel. Also Leute, wir haben hier Yogi in der Leitung. Yogi, auch Yogi, bekannt der, als Yoshi. Heute Hammer. Auch bekannt als Tapper, meine Lieben. Und Tapper ruft hier heute an, gerade zum Thema Promis. Also, mein lieber Tapper, den ersten Promi, den du persönlich getroffen hast, als Stöpsel noch, das war Alexis Corner, ein Bluesmusiker, mein Lieber. So, wie ging es dann weiter? Jetzt komm mal mit Namen, die wir kennen, mein Lieber. Wir wollen es jetzt wissen. Achtung, Ian Anderson. Was? Wer ist das denn? Das ist der Sänger, Gitarrist und Flötist von der Band Jethro Tull. Ach, du, die habe ich mal live gesehen. Ja, also den Typen. Nur einmal. Also den Typen. Ich habe diesen Typen, der steht immer auf einem Bein und flötet in seine Flöte rein. Ganz genau, so. Ganz genau. Der hat allerdings schon seit 15 Jahren keine Stimme mehr. Ne? Also das von abgesehen. Aber. Ja, ich muss dir sagen, das ist ohne Witz. Ich habe den gesehen, da habe ich, das war in meiner Abiturzeit, das ist 20 Jahre her. Da war der bei uns in der Halle und ist alleine aufgetreten, aber stand auf einem Bein, flötete in seine Flöte. Das ist 20 Jahre. Aber vor 20 Jahren hat er noch eine richtig gute Stimme gehabt. Also der hat irgendwann vor 15 Jahren hat er eine Geschichte gehabt mit seinen, also ist auch mehrfach operiert worden, aber den kannst du dir heute, also ich habe den vor einem Jahr oder anderthalb Jahren, da hat meine Frau mir Karten geschenkt zum Geburtstag und wir sind dann hingegangen und ganz, ganz ehrlich, die hätten wir uns sparen können. Ich verstehe. Ja, und der das hatte. War furchtbar, also echt. Der hat so ein, zwei Lieder, die man so kennt aus dem Radio, selbst wenn man sich da nicht für interessiert. Aber jetzt frage ich mich nicht. Locomotive Best ist sehr, sehr bekannt. Ja. Ganz bekannter Song. Ja, es gibt eine ganze Menge Heavy Horses. Es gibt eine ganze Menge bekannter Songs. Und dann bist du. Und bei dem war das so, dass ich durch Zufall, ich habe hier dann, zu der Zeit habe ich hier in Bremen schon und auch anderswo mit der Band was gemacht und ich kannte auch Leute, die Security machen und ich habe mir das Konzert angeguckt und habe mit meinem Kumpel geredet, der Security macht dann danach im hinteren Bereich, im Backstage-Bereich, bin über meinen Kumpel reingegangen und ich hatte kurz vorher einen Motorradunfall und habe einen Arm eingegipst gehabt und wie das der Teufel so will, es gab zu der Zeit, oder es gab vorher, ein paar Jahre vorher, ein Jazz-Metal-Album, das hieß Too Old to Rock and Roll, Too Young to Die, handelte von der Hauptfigur, die mit einem Motorradunfall hatte und mit Gipsarm durch die Gegend gelaufen ist. Und es ist, der Witz war, dass sie haben nach dem Konzert ich stand praktisch, also Gritter habe ich mit meinem Kumpel da unterhalten und die kamen raus und Ian Anderson sieht das und hat so genickt und ich sag, er hat nur so ein bisschen gewinkt. Ich wollte eigentlich gar nicht mit ihm reden, weil er kam dann her und sagte, oh, what's happened? Und es hat, er hatte Bike Accident. Und es heißt, like on Too Old to Rock and Roll, Too Young to Die, same way. Und er lachte dann total und sagte, oh, quick guy.
Und sagt er, what have it signed? Und ich habe überhaupt, ich dachte so, hä, wie, was? Und dann hat er einen Stift rausgeholt und hat mir den Gips unterschrieben. Fand ich sehr geil. Ich muss sagen, Jule hier, unsere Jule Light würde jetzt sagen, too old to rock'n'roll, too young to die. Ich glaube, so sieht sie uns beide auch ein bisschen. Also, ja, mit Sicherheit. Sie würde sich immer so jung fühlen, wenn wir hier zwei miteinander quatschen. Aber mal so gesagt, der nächste Name, der dürfte vielleicht auch ihr ein Begriff sein. Also Alexis Corner lebt ja schon lange nicht mehr. Ian Anderson lebt noch, aber der ist ja schon jenseits von Gut und Böse. Der nächste Name lebt allerdings auch nicht mehr, leider. Und der heißt Frank Zappa. Ja, Frank Zappa, na klar. Hallo, mein Deutschlehrer, als ich Abitur gemacht habe, der sah aus wie Frank Zappa. Hey there, people, I'm Bobby Brown. They say I'm the cutest boy in town. Oder so, wie war das noch so? Ein super Typ, ja, ist so. Ja. Und das Coole bei Frank Zappa war auch, wieder gesagt, ein Kumpel von mir, derselbe Kumpel übrigens, ne? Auch Security, Bremer Stadthalle, ich also auch wieder hin, auch durch ihn dann das Konzert ansehen können. Wir stehen hinten in dem Bereich und dann kam einer von der Security von Frank Zappa rein und sagte so, also auf Englisch sprach er uns an und der hat wahrscheinlich gedacht, ich gehöre auch mit zur Security von High Security, keine Ahnung. Und fragte uns denn, Zappa hat noch Bock auf einen Club hier in Bremen, ne, wo man denn da hingehen könne. Und ich sagte, ja, also wir gehen immer in die Lila Eule. Das ist hier in Bremen ein ganz bekannter Club. Der macht inzwischen schon in der durch diesen Besuch von Frank Zappa haben die Leute aus der Eule, also der Inhaber der Eule damals, Frank Zappa kennengelernt. Ja. Weil wir haben nämlich gesagt, ey, wir gehen in die Eule. Und die haben uns dann gesagt, ey, habt ihr Bock mitzukommen? Jetzt zeigt uns, wo das ist. Ja, dann sind wir dann in so mehreren großen Limousinen vom Konzert direkt in die Lila Eule gefahren und haben denn da eine ganz lustige Zeit erlebt. Und was ich sehr, sehr geil fand von Zappa war ja einer der ersten Leute, die an den Gitarren selber gelötet haben, also eigene Schaltungen gemacht haben. Ah. Und mich hat das mörderisch interessiert, weil er hatte ein paar zusätzliche Schalter damals auf der Gitarre drauf, kleine Kippschalter, und Joachim ist natürlich nicht blöd, ne, und fragt ihn denn, Mensch, sag mal, ne, kann ich kurz eine Frage stellen, ne, und natürlich auf Englisch, ne, und sagt, Mensch, ich habe da gesehen ein paar Schalter und der Sound, wenn du den und den gemacht hast bei dem und dem Song, das hat sich irre angehört, ne, und was das wäre gewesen ist, habe ich ihn einfach nur gefragt. Und dann hat er sich von dem Barkeeper zwei Servietten geben lassen und haben die Schaltung aufgezeichnet, die ich wiederum damals in meine erste elektrische Gitarre dann auch integriert habe. Und derjenige Typ, der sich dann irgendwann mal meine Gitarre damals gekauft hat, ich habe die ja dummerweise verkauft, man ist ja so blöd in seinem Leben, ne? Weißt du ja, man macht ja auch Fehler. Ich weiß nicht, ob der jemals das Elektronikfach aufgeschraubt habe, ob er das gemacht hat, ja, später irgendwann. Weil in dem Elektronikfach befinden sich diese zwei Servietten, wo Zappa die Zeichnung drauf gemacht hat. Die sind wahrscheinlich für immer da eingeschlossen. Ja, wer weiß. Oder er hört vielleicht das Ding jetzt gerade, wer weiß, vielleicht verfolgt er ja dein Stream. Obwohl der Typ ein Stückchen älter war wie ich, der dürfte jetzt schon, ich denke, Mitte 70 sein. So, Nächsten Probi. Ja, also Moment, da muss ich einmal noch mal kurz sagen, überhaupt, ganz ehrlich, erstmal überhaupt Frank Zappa, aber der hat auch, glaube ich, viel Zeit in Europa generell verbracht und so, ne? Ja, ganz viel. Das Publikum, Zappa hat in Europa seine größten Erfolge gehabt, sein größtes Publikum. Und tatsächlich, ich finde das immer ganz spannend, wenn so Gitarristen oder Musiker, insbesondere Gitarristen, wenn die so selber auch ihre Gitarren bauen. Und Leute, die werden euch jetzt auch nicht sagen, unser Yogi, unser Yoshi, unser Tappa kennt den natürlich. Der Gitarrist von The Grateful Dead hat auch seine Gitarren selber gebaut. Andy Garcia meinst du? Andy Garcia. Und ich glaube Andy Garcia auch
ich glaube, der hat auch so richtig aus dem ganzen Baum sich diesen Korpus rausgeschnitzt bei den E-Gitarren. Ich glaube, der hat so richtig übertrieben. Ja. Das fand ich wahnsinnig interessant. Das habe ich mal irgendwie in der Doku gesehen. Leute, jetzt aber weiter mit den Promis oder mit Tapas Promis. Tapa, also jetzt kommst du aber mal richtig. Jetzt kommst du mal mit dem Mega-Promis. Jetzt kommen wir mal in den deutschen Bereich ein. So. Du weißt ja, ich bin mit 21 bin ich nach München gezogen. Ne? Das hat mich, eine Mischung aus Job und Liebe hat mich damals nach München gebracht. Und ich habe damals gewohnt in der Nähe der Münchner Freiheit. Da ist eine Straße, die heißt Ungerstraße. Und gleich vorne an auf der linken Seite gab es ein Apartmentgebäude, was so stufig wie das hieß der Fuchsbau. Ich weiß nicht, das gibt es mit Sicherheit noch, das steht noch, weiß ich. Ne? Und in diesem Jahr, Harald Juhnke hat da gewohnt mit Simone Rethel zusammen. Jen hat recht. Nein, was? Doch. Ich habe die Simone Rethel oben öfter am Swimmingpool getroffen. Die habe ich öfter getroffen. Aber es geht nicht um Simone Rethel, sondern es geht um eine ganz andere Geschichte, dass ich nachts nämlich, ich habe da also am Anfang ein Einzelapartment gehabt und ich habe direkt so die Ecke, also vorne, das war praktisch drei Gänge und der Mittelgang, da waren die beiden Fahrstühle und da waren aber zwei Wohnungen und eine davon war meine. Und ich höre nachts jemanden schreien, eine Frau schreien und gucke und denke mir, was hier denn los ist, wach davon aus, lauf zur Wohnungstür, mach die Wohnungstür auf und dann steht vollkommen aufgelöst eine Dame da, ne? Und ich sag, was ist los? Ne? Und sie, ja, mein Freund will mich umbringen und ich habe sie dann reingebeten. Ich habe gesagt, kommen Sie erstmal rein schnell. Ne? Reingebeten, Tür zugemacht. Ne? Sie war vollkommen aufgelöst. Ich sage, hier setzen Sie sich hin. Ne? Hier haben Sie ein Glas Wasser. Ne? Wollen Sie die Polizei rufen? Ne? Ja, weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht. Jetzt, der hat Drogen genommen und so. Habe ich das nicht gesagt, aber naja. Und dann stellte sich das dann raus. Und das ist jetzt ja, du kannst ja überlegen, ich werde morgen 59. Damals war ich 21. Ist jetzt schon ein bisschen her. Und ich wusste, ich habe keine Ahnung gehabt, wer die Frau war. Ich habe dann gesagt, bleiben Sie hier sitzen, ich nehme Ihre Schlüssel, ich gehe eben rüber in die Wohnung rein, guck mich um, ob er noch da ist. Wenn Sie wollen, ich habe noch einen Schließzylinder da, dann baue ich eben den Schließzylinder um, gebe mir die Schlüssel, dann können Sie zumindest Ihre Wohnung dicht machen, dass der nicht zur Tür reinkommen kann. Und sie war vollkommen, ja, das würden Sie tun. Ich habe gesagt, na klar mache ich das. Ich also mein Schließzylinder, ich hatte einen Schließzylinder im Dings gehabt, mit dem Schlüssel dran, ne, ich zack, Schraubenzieher eben hin, Schließzylinder ausgetauscht, ne, Wohnung war leer, ne, also der ist, keine Ahnung, was, wo der hingegangen ist, aber bin wieder in meine Wohnung zurück, da saß ich dann vollkommen, noch immer noch vollkommen aufgelöst und ich habe dann gesagt, ja, hier ist Schlüssel, das ist ein neuer Schließzylinder, hier ist der alte Zylinder, ne, sagen Sie dem Hausmeister Bescheid, ne, das ist eine Schließanlage in dem Haus gewesen. Und dann hat sie sich total bedankt, dann habe ich sie noch rübergebracht. Ne? Also die hat in dem Gang praktisch am Ende des Ganges auf meiner Etage gewohnt. So, am nächsten Vormittag, das war zum Wochenende hin, am nächsten Vormittag klingelt es bei mir an der Tür. Sie steht vor der Tür, ne, hat einen Strauß Blumen in der Hand, wollte sich bei mir bedanken. Ich sage, Mensch, kommen Sie rein, ne? Ich mache einen Kaffee. Ne? Und dann haben wir uns unterhalten und dann stellt sich das raus, dass das Heide Keller ist. Heide Keller? Traumschiff. Ach nein, die Heide Keller? Doch, die Heide Keller. Jetzt sagen gleich wieder alle, wir sind beide 130 Jahre alt, aber Heide Keller, na klar, hallo. Heide Keller, klar. Die war doch da Reiseleiterin auf dem Raumschiff. Traumschiff. Wie war das nicht, die Hostess Beatrice oder irgendeine Hostess hat sie da gespielt? Ja, die hat da, Heide Keller hat erst klein... Ja, erst klein angefangen und am Ende war sie Chefin quasi, so Reiseleitungschefin am Schiff. Ja, keine Ahnung, ja. Das ist auf jeden Fall. Ich habe ja die Traumschiff geguckt, ich habe also keinen blassen Schimmer gehabt, wer das war. Ich hätte vielleicht nervöser reagiert, wenn ich gewusst hätte, wer das war. Ne? Aber das war so das kleine Beispiel von jemandem Deutschen. Soll es weitergehen? Die hat doch neulich erst aufgehört, die Heide Keller. Die, also, die ist noch gar nicht so lange raus. Das hätte ich vergessen, die ist Baujahr 39, also das ist... Das ist schon,
Ne, das ist vor uns. Aber die geht auf die 150, ne? Aber hat sich ganz gut gehalten. Mein lieber Tapper, jetzt greif doch mal ganz oben ins Regal, oder? Greif mal ganz oben rein. Ins Regal. Ja, ganz oben. Ich habe mal den Bruder von Jennifer Rush kennengelernt. Happy Kerkeling? Der heißt Bobby Schreer. Das ist ein ganz bekannter Saxophonist. Also der hat unter anderem für ach Gott, hier, wie heißt unser Marius Müller-Westernhagen. Marius Müller-Westernhagen, Lindenberg und wie heißt der andere noch? Peter Maffay, die haben doch dieselbe Band gehabt. Du, die haben doch ganz viele Leute. Das finde ich so witzig, dass du das jetzt sagst, ganz ehrlich. Kennen natürlich die Leute, die Leute im Chat hier kennen die alle nicht. Aber es ist mir aufgefallen, Peter Maffay, Marius Müller-Westernhagen, Udo Lindenberg, die haben immer die gleichen Musiker auf der Band, auf der Bühne. Du darfst nicht vergessen, die Leute, die für diese Leute gespielt haben, wie Maffay, Lindenberg und so, die Liveband, die da spielt, das sind die absolute Top-Leute hier, Session-Leute in Deutschland. Die sind auch auf den ganzen Alben drauf, ne? Die sind auch auf den ganzen Alben drauf. Auf jeden Fall. Ich dachte mir sowas nämlich schon. Ich habe mir so gedacht, die sind immer überall dabei, die sind bestimmt auch im Studio dabei. Dieser eine Gitarrist, der hat so blonde Haare, die stehen immer so ein bisschen ab. So. Das ist der. Deutschland ist klar, ja. Da musst du immer durch dieselben Leute. Bobby Stern war ganz, ganz bekannt, ist ein ganz bekannter Saxophonist gewesen. Der war ganz, ganz typisch immer bei gerade bei Maffay hat er immer auch viel vorne mitgemacht, bei Westernhagen viel vorne mitgemacht. Das sind so Sachen, die man, lass mich mal eben weiter gucken. Wen haben wir denn? Also den habe ich mal kennengelernt. Dann haben wir, die ist sogar eine persönliche Bekannte von mir. Sagt die Boney M. noch was? Ja, mir sagt Boney M. noch was. Ja, Madeline Davis ist eine der Frauen, die für Boney M. gesungen haben. Und das ist eine persönliche Bekannte von mir. Jetzt greift er sich auch noch an die Brust. Was? Bist du gerade am Schlucken? Wie am Schlucken? Was heißt am Schlucken? Ich sagte, Boney M., das sagt mir was. Hier Ma Baker, Daddy Cool, Frank Farian. Muss man nach Madeleine Davis suchen, Sängerin. Findest du ihre Internetseite? Das ist eine persönliche Bekannte von mir. Mit der stehe ich schon seit 30 Jahren in Verbindung. Okay, ich verstehe. Es gibt auch eine Aktivistin, die heißt genauso. Da muss ich noch Boney M. dazu ein. Es gibt auch noch eine Aktivistin. Ja. Aber du kennst, sagt dir natürlich was, oder? Madeleine Davis, Boney M. Ja, Boney M. sagt mir natürlich was. Ich muss ja auch sagen, ich finde das ganz faszinierend, ehrlich gesagt. Ich finde diese ganze Frank Farian-Story, Leute, Frank Farian, deutscher Musikproduzent, genau. Der war quasi, das ist so eine Art Dieter Bohlen, aber anders. Ein anders Dieter Bohlen ist quasi Frank Farian. Und Frank Farian hat auch diese ganzen 80er-Jahre-Sachen, unter anderem natürlich Milli Vanilli, Girl, You Know It's True. Und da hatte er diese Boney M.-Sachen draußen. Und Frank Farian hat gefühlt ein Pop-Welthit nach dem anderen geschrieben, aber war wahnsinnig Halbseiden dabei, oder? Ja, ganz, ganz schlimm. Ganz schlimmer Finger. Aber ganz ehrlich, ne, was hat der für Pop-Hits geschrieben? Aber die ganze Musikindustrie ist dreckig. Ja, also, gut, brauchen wir nicht. Das ist Dirty Business. Dirty Business. Aber ich finde das immer ganz faszinierend, weil er war dann in den USA, riesige Villen gehabt. Es lief und lief und lief. Und Frank Farian, wie er diese Bands zusammengestellt oder diese Sänger gecastet hat und das Ganze dann anders verkauft hat mit diesem ganzen Fake-Kram und so. Aber toll, wenn du das heute hörst, Girl, You Know It's True und dazu das Video, das hat so ein ganz bestimmtes Lebensgefühl konnte er treffen mit seinem Kram. Ja, die Band, die das eingespielt hat, eigentlich, also das ist ja leider nicht die beiden Hupfdullen, die da vorne gestanden haben, sondern das waren ja andere Leute, die da in Wirklichkeit im Studio waren. Die Band, die da eingespielt hat, sind auch in München damals ganz, ganz bekannte Session-Musikalis gewesen. Das waren also wirklich Leute, ganz viele Amerikaner, die auch wirklich wissen, was sie tun. Also das waren auch wirklich Top-Leute. Ja, ich habe in München sehr, sehr viel mit schwarzen Musikern abgehangen. Und Madeleine Davis, durch Madeleine Davis habe ich
auch die verschiedensten Leute kennengelernt. Wie gesagt, Bobby Stern habe ich dadurch kennengelernt. Ich habe den Musikproduzenten Gerhard Augustin dadurch kennengelernt, durch Marlene Davis. Wen habe ich denn noch kennengelernt? Herbie Hancock habe ich dadurch kennengelernt. Großer Name, Herbie Hancock, ja. Ja, Herbie Hancock ist der absolute Hammer. George Green, weiß nicht, ob der George Green was sagt. Das, kennst du noch Al Green? Love is a message. Al Green, das ist doch... Al Green, schwarzer Sänger, schwarzer Soul-Sänger. Ja, aber ich kenne einen anderen Song von ihm. Der hat doch hier bei Pulp Fiction, ist doch der im Soundtrack drin, meine ich. Sogar. Das kann gut sein. Ja, auch ein großer Name. Das kann gut sein. Ja. Das kann. Ne, und den und sein, ich weiß nicht, Neffe oder Halbbruder oder sonst was, George Green, das ist Drummer. Das ist ein Jazz- und Blues-Drummer auch. Den habe ich durch sie kennengelernt. Also ich hatte eine ganz, ganze Menge Leute durch Marlene Davis kennengelernt. Patrick Gammon habe ich durch, mit dem war ich dann später gut befreundet. Der ist allerdings 96 an HIV gestorben. Ah. Okay. Patrick Gammon war ein Keyboarder und Sänger. Kennst du noch dieses Ding Pato? Pato? Ja, das ist ein Duo aus Deutschland gewesen. Da war der Sohn von dem Fuchsberger, von Joachim Fuchsberger, Thomas Fuchsberger, sagt dir vielleicht noch der Name was. Ja, Joachim Fuchsberger auf jeden Fall. Ja, und Thomas Fuchsberger war der Sohn von dem und die waren früher ein Duo gehabt. Die haben einen Hit gehabt, der hieß Black and White, It's Like Day and Night. There's no wrong and no right for black and white. Ich glaube, das kennst du noch. Das ist so ein bisschen das deutsche Ebony und Ivory, oder was? Ja, genau. Ganz genau. Ich verstehe. Und der Patrick Gammon, das war ein sehr, sehr cooler. Der hat mit sehr jungen Jahren für Ike und Tina Turner Keyboard gespielt. Ah. Und hat dann irgendwann sich selbstständig gemacht, hat sein eigenes Ding gemacht. Ach. Ne? Und den habe ich damals auch durch Marlene Davis kennengelernt und mit dem war ich auch ganz gut befreundet. Aber wie gesagt, das Leben nimmt ja uns ein paar Leute weg, über die Jahre hinweg. Ne? Selbst Leute, wo du denkst, die sind unsterblich, auf einmal sind sie weg. Das ist tatsächlich so. Mein lieber Tapper, ich habe ja gerade im Chat gelesen, By the Rivers of Babylon hat ja auch Boney M. mal eingesungen, den Song. Genau. Ne? Jetzt mal eine Story von mir, habe ich mal im Fernsehen gesehen. Jack White, kennst du doch auch, das ist auch so ein Musikproduzent. Ja, von der alten Garde, aber auch schon fast wieder schon. Jack White. Ja. Und genau. Vielleicht erinnere ich es auch falsch, Jack White hat erzählt, dieses I've Been Looking for Freedom von David Hasselhoff hat Jack White, meine ich, produziert. Oder geschrieben oder sowas. So. Ja. Und dann sagte Jack White, wie er auf die Idee gekommen sei, I've Been Looking for Freedom zu machen. Und dann sagte er, ja, sie haben so ein bisschen, war ein bisschen schwierig und so, auf eine Idee zu kommen und so einen Song für David Hasselhoff und so. Und dann hat er gehört, By the Rivers of Babylon. Und By the Rivers of Babylon, da geht doch die Tonleiter so hoch. By the Rivers of Babylon. Und dann sagte er, dann haben wir dieses By the Rivers of Babylon genommen und einfach rückwärts. I've been looking for freedom. So, und da sagte er, so wäre I've been looking for freedom entstanden. Ja, da kannst du mal sehen. Inspiration. By the Rivers of Babylon, I've been looking for freedom. So, und dann ging es wieder runter, die Tonleiter. Und dann, war das eigentlich ein Welthit? War das in den USA auch ein Hit? Oder war das nur bei uns? I've been looking for freedom. Weiß ich gar nicht. Ich glaube, also in den USA macht man da eher Witze drüber. Aber andererseits, David Hasselhoff, meine Güte, ne, der hat ja dieses Baywatch-Ding sich ausgedacht und das lizenziert in die ganze Welt verkauft. Der Mann, der war sowas von gemacht. Man kann sich gar nicht vorstellen, wie man von dem Level wieder runterfallen kann. Der war ein Ideen- und Medien- und Serienunternehmer. Das geht, unglaublich. Das geht alles. Du brauchst nur Drogen oder Alkohol. Ja. Oder beides. Oder beides. Dann geht das ganz schnell. Und das ist ohne Probleme möglich. Über das Thema haben wir schon mal gesprochen. Ja, stimmt. Und dann noch so ein Burger-Video von der Tochter gefilmt und du bist ganz unten. Du bist ganz unten und das war's. Das tut richtig weh. Mein lieber Tapper, hör mal, ich danke dir. Ich danke dir sehr, dass du heute dabei warst. Einen hätte ich noch, aber das ist eigentlich nicht, da habe ich jemanden nicht wirklich kennengelernt. Da bin ich von jemandem damals, ich weiß gar nicht, ob es den Laden noch gibt. Ich habe damals einen DJ, war ein DJ von P1 in München, war ein Freund von mir. Der hieß Lupo. DJ Lupo? Ja, DJ Lupo, ganz genau. Der hieß, also es gibt heute auch wieder einen DJ Lupo, das ist aber nicht der. Ludwig heißt er eigentlich. DJ Lupo war ein guter Freund von mir damals in München und
Wegen dem bin ich eigentlich öfter hin und wieder mal im P1 reingegangen. Und an einem Abend im P1 bin ich von jemandem angebaggert worden, der, also einer männlichen Person, der doch recht bekannt ist. aber von dem das bekannt ist. Also von dem, was bekannt ist, dass er also wir reden jetzt von Boy George. Nein. Boy George hat dich angegraben in der Disco? Das kann aber auch nicht jeder von sich sagen. Ich in München angegraben. Wieso? Ja, ich war ja auch mal hübsch und schlank. Joshi, unser Tapper, war mal hübsch und schlank. Ne? Diese Zeiten sind allerdings lange, lange vorbei, aber ich bin da furchtbar angegraben worden. Und das gehört dann zu den unerfreulichen Ereignissen, weil der war so dermaßen stärkehagelvoll zu dem Zeitpunkt. Er hat ja eine gewisse Phase gehabt, in der er recht, ach, wie sagt man, ähnliches David Hasselhoff-Syndrom hatte. Ja, Boy George war richtig drauf, ja. Ich glaube, der hat von den 80ern kann er sich nicht an viel erinnern. Ja, kann er sich nicht viel dran erinnern, und das ist auch in dem Zeitraum gewesen. Und ja, das ist dann so noch so eine kleine Skandalstory, die sozusagen, die dann hinterherkommt jetzt. Ne? Als kleine Kirsche noch obendrauf. Als kleine Kirsche noch obendrauf. Ne? Ich kann zumindest sagen, wenn mich die Frauen schon nicht angucken, wenigstens Boy George hat mich angegraben. Was sagte er denn zu dir? Sagte er zu dir, do you really want to hurt me? Oder ja, was? Nein. Also der ist ja, der war sehr direkt, sprachlich ziemlich unten in der Schublade. Also da ist böse Hexe. Ich muss ab nicht da hingucken. Nee, aber er war sprachlich wirklich, wirklich sehr der Derbe, und ich bin nichts, also selbst ich, wenn ich eine Frau anspreche, würde ich mich nicht trauen, das in dem Niveau zu machen, wie er mich. Ja, man ist so ein bisschen direkter in der Szene, ne? Direkt dran. Also, ja. Ran an Speck, ran an Tapa. Hat auch nicht akzeptiert, dass man sagte, nee, pass mal auf, und so. Naja, also das aber war ich sag mal, ein unerfreulicher Abend. Aber der Mann hatte ja wirklich Welthits, und einer seiner großen Hits war natürlich Knatter, 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 Chameleon. Und insofern ist er seinem Ruf gerecht geworden, möchte ich mal sagen, ne? Ja, so ungefähr. Mein lieber Tapper. Also, ich hätte noch mehr auf der Palette, aber ich lasse das für heute sein. Ich denke, das reicht. Oder? Ja, komm, irgendwann machen wir noch mal ein paar Promis. Ich habe noch jemanden im Warteraum sitzen, den nehme ich jetzt noch ganz schnell rein in die Sendung. Mein lieber Tapper, hör mal, ganz, ganz herzlichen Dank für das Gespräch heute, für deinen Anruf heute. Gerne. Wir haben schön ein bisschen hier über Promis gequatscht. Und Chat, du hast doch dabei auch noch ein bisschen was gelernt. Oder also, Tapper, ganz, ganz herzlichen Dank fürs Dabeisein heute. Ich wünsche dir einen wunderschönen Abend und schlaf gut rein in deinen Geburtstag und lass dich morgen schön feiern, mein Lieber. Ja, schau mal, was da morgen auf mich zukommt. Danke fürs Dabeisein, mein lieber Tapper. Alles klar, mein Lieber. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Ciao. Bis dann, tschüss. Leute, das war unser Tapper hier in der Call Carlo Call-In Show. Heute mit, habe ich schon erwähnt, heute mit ganz schön vielen Themen, oder? Corona, Waffeln, Pfannkuchen und Promis, meine Lieben. Ja, so sieht es aus. Und jetzt nehme ich hier, habe ich wieder hier irgendwie komische Sachen gerade eingetippt. Meine Lieben, und jetzt gehen wir direkt ran nicht jeder kann von sich behaupten, oder können vielleicht tausende Männer von sich das behaupten? Keine Ahnung. Ich sag mal so, nicht jeder kann von sich behaupten, von Boy George in München angebaggert worden zu sein. Also, meine Lieben, do you really want to hurt me? Ich muss sagen, Frau Carlo, bei einem unserer ersten Dates saßen wir so im Restaurant, beziehungsweise wir bandelten schon so, also wir waren, glaube ich, auch schon zusammen. Und dann lief in diesem Restaurant so im Hintergrund, do you really want to hurt me? Und das ist so ein bisschen unser Lied. Do you really want to hurt me? Tatsächlich ist ein bisschen das Lied von Frau Carlo und mir. Ist irgendwie sehr ungewöhnlich, aber weißt du, normal kann jeder. Was ist, Jule, was ist euer Lied? Hit me baby one more time? Nee, was habt ihr für ihn geschrieben im Chat? Ja, Jule, habt ihr ein Lied? Wie könnte man sich das vorstellen? So, und jetzt mal direkt rein hier mit dem nächsten Anrufer, mit der nächsten Anruferin ins Gespräch. Musste lange warten. Ich hoffe, du bist noch da, mein Lieber, meine Liebe. Wollen wir mal hören. Corona-Waffeln, Pfannkuchen, Promis. Also, breites Themenspektrum. Hier heute in der Call Carlo Call-In Show. Und jetzt mal rein ins nächste Gespräch. Hallo? Hallo. Hallo!
ich musste gerade mal eben Twitch ausmachen, damit ich dich hier über Discord besser höre. Unbedingt, ganz wichtiger Tipp, wie früher im Radio oder Fernsehen oder so. Leute, wenn ihr hier anruft, immer schön den Stream ausmachen, einfach nur übers Telefon, über Discord mit mir sprechen. Dann haben wir keine Rückkopplung und. Und ihr habt auch Besseres. Es ist alles sonst zeitversetzt und so weiter. Hallo, genau. Mein Lieber, wie darf ich dich denn hier nennen in der Sendung? Ich bin der Toga. Hallo Toga, herzlich willkommen in der Colcalo-Show. Ich glaube, wir sprechen das erste Mal miteinander, kann das sein? Nein, wir haben schon mal gesprochen. Oh. Zur Erinnerung, ich bin der Erzieher. Du bist der Erzieher, ja, jetzt habe ich es doch wieder. Ja, na klar, nochmal umgeschult auf Erzieher, ne? Genau, und so seit 2 Wochen darf ich mich jetzt staatlich anerkannter Erzieher nennen, also ich habe die Prüfung bestanden. Herzlichen Glückwunsch, Chat. Danke. Hier, der Mann hat es geschafft. Du hast relativ spät nochmal umgeschult und jetzt bist du staatlich. Ich bin jetzt 47. Ah, mit 47 sich nochmal umentschieden. Ja. Sehr gut. Das ist ja auch kein ganz leichter Job aktuell, ne? Erzieher sein. Absolut nicht. Corona hin und her und lauft ihr da rum? Müsst ihr Maske tragen den ganzen Tag? Ja, wir müssen auf jeden Fall die Maske tragen. Noch haben wir den Vorteil, dass wir nicht diese medizinischen Masken tragen müssen. Aber Masken auf jeden Fall und vor allen Dingen. Auch die Kinder die ganze Zeit. Ne? Wir haben zwar nur Notbetreuung momentan, das heißt, wir haben relativ wenig Kinder in der Betreuung. Aber trotzdem müssen die halt eben, egal wo sie sind, außer wenn sie draußen spielen, müssen sie immer Maske tragen. Ach was, ach auch den ganzen Tag. Wie alt sind die Kinder? Welche Spanne? Erste bis vierte Klasse, also 6 bis 10. Ach was, ganz nach Maske. Oh, ist ja auch nicht so einfach. Na, okay. Ja, gut, man kann natürlich teilweise durch die Stoffmasken ein bisschen besser atmen. Dann passt das ja vielleicht so. Mein lieber Toga, Themen heute ganz breit. Habe ich schon gesagt, dass wir so viele Themen haben heute. Mein lieber Toga, heute Themen. Corona, Waffeln, Pfannkuchen, Promis, mein lieber Toga. Was ist denn dein Thema heute? Ja, also Corona, da geht es mir, glaube ich, ähnlich wie vielen anderen, die jetzt dazu geschaltet sind. Ich kann es nicht mehr hören. Weil ich halt eben täglich auf der Arbeit auch damit zu tun habe und es sich ja mehr oder weniger für uns auch täglich irgendwas ändern kann. Also von daher, da habe ich keine Lust drüber zu sprechen. Ja, also streichen wir durch. Weg. Was ist mit Waffeln? Bist du eher der Waffelmann oder der Pfannkuchenmann? Ja, ich könnte erzählen, dass wir nächste Woche vorhaben, mit den Viertklässlern Waffeln zu backen, beziehungsweise Pfannkuchen zu machen und Apfelmus. Aber das kommt ja erst noch, also von daher kann ich da noch nichts zu sagen. Und da muss man sich die so unter der Maske, muss man sich die so reinstecken oder nimmt man die dann ab? Nein, also zum Essen und Trinken und so dürfen die Masken absetzen. Zum Rauchen auch, also nicht die Kinder, aber die Erzieher. Habt ihr schon ein wunderschönes, leckeres Teigrezept? Also ich werde das so Pi mal Auge machen mit Milch, Eier, Mehl. Zucker, Salz und dann machen wir einfach. Also da wünsche ich dir ganz viel Erfolg bei. Manche haben da ja ein gutes Händchen für. Jetzt verrate ich euch mal, wer da kein ganz so gutes Händchen für hat. Meine Frau Carlo hat kein ganz so gutes Händchen dabei, Pfannkuchen aus dem Handgelenk zu machen. Das wären immer, ich sag mal, so ein bisschen so Lederlappen. Frau Carlos, Spontanpfannkuchen sind ein bisschen so Lederlappen, aber ich habe sie trotzdem lieb. Man kann nicht alles können. Also, mein Lieber, und Promis? Hast du mal einen Promi getroffen oder willst du mal einen Promi treffen? Also ich habe in meinem ersten Leben, sage ich immer dazu, also in meiner ersten Ausbildung nach der Schule, habe ich ja Hotelkaufmann gelernt und habe eine Zeit lang hier in Hamburg in einem 5-Sterne-Hotel im Nachtdienst an der Rezeption gearbeitet. Und ich könnte natürlich eine Menge an witzige Gäste-Stories erzählen. Unter anderem halt eben auch der ein oder andere Promi, der bei uns abgestürzt. Da habe ich richtig gehört. War eben ein bisschen abgestiegen. Nee, abgestiegen, würde ich sagen. Also, abgestiegen. Ich hätte jetzt gedacht, wenn man im Nachtdienst im 5-Sterne-Hotel ist, da kommt dann so, ich sag mal, so ein Udo Lindenberg mit 10 Girls kommt dann rein und so. So stelle ich mir das vor. Sowas hast du erlebt? Ja, also Udo Lindenberg war in dem anderen Hotel, der lebte ja eine Zeit lang im Atlantik, da habe ich nicht gearbeitet. Ja. Aber ich kann ähnliche Geschichten erzählen, ja. Gerade im Nachtdienst erlebt man kuriose Dinge. Also ich gehe mal davon aus, wir sagen es jetzt nicht ganz genau, du warst in dem großen Hotel gegenüber von der Alster oder wo? Auch nicht. Ich war etwa an der Seite von der Alster sozusagen. Ach so, okay.
Aber auch wir hatten da regen Zulauf, wenn irgendwie Konzerte oder sowas waren hier in Hamburg. Ich verstehe. Ja, Leute, also hier ist gerade Toga im Gespräch mit mir heute zum Thema, ja, er hat es sich selber ausgesucht quasi, Promis. Ja, mein Lieber, jetzt ist es ja so, ihr seid ja, also Toga war mal im Nachtdienst im Hotel angestellt, Fünf-Sterne-Hotel. Toga hat jetzt umgelernt auf Erzieher. Aber mein lieber Toga, jetzt hast du natürlich so ein bisschen, ihr habt da so ein bisschen Diskretion in eurer Branche oder in deiner ehemaligen Branche. Ja, jetzt, was machen wir denn jetzt? Kannst du uns trotzdem... Ja, ich muss ein bisschen aufpassen, was ich so erzähle, aber ich kann über Verstorbene kann man ja zum Beispiel, denke ich mal, schon sprechen. Das dürfte nicht das Problem sein. Ich hatte jetzt hier eben im Discord-Chat angekündigt, ich komme jetzt mit Michael Jackson um die Ecke. Also ich habe tatsächlich Michael Jackson gesehen. Du hast... Er wohnte damals bei uns im Hotel. Und zwar hatten wir ein Abkommen mit einem anderen Hotel in der City, mit einem anderen Fünf-Sterne-Hotel in der City, was so gelegen ist, dass man es mit Polizei und Security ganz gut umstellen kann, sag ich mal so. Ah, okay. Und offiziell hieß es immer, dass Michael Jackson in dem Hotel übernachtet. Dann haben die das alles abgeriegelt, damit die Fans da nicht drankommen. Inoffiziell hat er bei uns gepennt und hat eine ruhige Nacht verbracht, sozusagen, ohne Fans. Ah, also ihr habt die Leute auf eine falsche Spur gelockt. Ja, genau. Ah, okay. Das war von denen, und der ist ja auch so, dass also Michael Jackson hat eine komplette Etage gemietet, im Hotel, die oberste Etage, obwohl viele Räume halt eben frei waren. Er hatte ja für sich die Suite gehabt, sozusagen, und drumherum die Security-Leute und Management und so weiter. Aber auf der Etage waren natürlich noch viel mehr Zimmer, aber das war egal. Also es wurde alles mitgebucht. Wie muss man sich das vorstellen, so ein Michael Jackson, wie viele Leute hat er um sich? 50, 60 Begleitleute oder wer ist da alles dabei? Also da waren es, glaube ich, nicht ganz so viele, aber also ich habe ja gesagt, ich habe ihn gesehen, indem er, der ist auch immer nur, der ist nicht mit dem Gästeaufzug nach oben gefahren oder so, sondern immer mit dem Personalaufzug. Also er ist auch immer hinten durch die Tiefgarage sozusagen reingekommen, durch den Hintereingang. Und er ist halt eben einmal an mir vorbeigelaufen, umringt von locker 15 Bodyguards und so weiter. Deswegen, ich habe kaum was gesehen von ihm, nur den Hut und den Kopf sozusagen, und dann schubs weg war er schon im Aufzug und dann sind sie nach oben gefahren. Ah, okay, na ja, gut, aber ich sag mal, immerhin, das ist ja schon irgendwie spannend. Ja. Wann war das denn, ungefähr? Ja, das war 98, 99, irgendwie sowas. Ah, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, kann auch 2000 gewesen sein. Irgendwann, da war er auf Tour. Und war halt eben, hat auch hier in Hamburg gespielt. Ah, okay, ich verstehe. Ich gucke gerade, denn das weiß, glaube ich, nicht mal der Chat aus dem Kopf. Das will ich gerade mal gucken, weil ich das immer durcheinander bringe. Und ich finde, das ist sensationell, wenn ihr euch das nochmal anguckt auf YouTube. Genau, er war ja 1995, war er ja bei Wetten, dass. Michael Jackson war ja 1995 bei Wetten, dass. Ihr müsst euch das mal auf YouTube angucken, was da los war bei Wetten, dass mit Michael Jackson. Ja. Und das war toll gemacht und live gesungen. Und, aber wie er ausgeleuchtet war und so, das war ein Zinnober mit Michael Jackson bei Wetten, dass und so. Und das war Earth Song. Das war ja so einer seiner letzten richtig großen Riesenerfolge. Und du hast ihn quasi noch mal ein paar Jahre später war das, war er bei dir im Hotel und du hast sein Zöpfchen gesehen und sein Hütchen. Genau. Ich glaube, das war die History-Tour, wenn ich mich nicht irre. Ja, History war das, genau. Ja, ja, das muss so gewesen sein. Das war History-Welt-Tour. Ja, das stimmt. Genau. Ist auch schon ein paar Jährchen her. Ist auch schon ein paar Jährchen her. Dazu muss man sagen, ich habe eben gesagt, Earth Song war sein eigentlich letzter großer Erfolg. Das stimmt nicht ganz. Ich muss sagen, eines meiner Lieblingslieder von Michael Jackson ist Scream. Dieses Duett mit seiner Schwester, mit Janet Jackson. Seine Schwester, ja, genau. Dieses Video zu Scream, das soll irgendwie Zilliarden Dollar gekostet haben. Ja, das war ja alles High-End, Morphing-Sequenzen, computerberechnete Geschichten. Das hatte eine tolle Dynamik, das Video. Das war alles toll gemacht. Und der Song, ich sag mal zusammen mit dem Video im Radio vielleicht nicht so, Scream war eine tolle Sache. Scream war die letzte, glaube ich, wirklich tolle Sache von Michael Jackson. Und mein Lieber, tja, das ist ja schon eine Geschichte ganz oben aus dem Regal. Michael Jackson, das ist natürlich Champions League. Wen hast du denn noch so erlebt, ohne Namen zu nennen, in deinem Fünf-Sterne-Hotel? Ja, genau, also es gab damals mal in der Zeit einen Welthit, der mit einem Mambo und mit einer 5 was zu tun hat. Oh,
Mambo, Number 5. Ja, natürlich. Auch hier, der Typ von Mambo Number 5. Also, muss man aber auch mal dazu sagen, der Typ von Mambo Number 5, das recherchiert ihr euch jetzt selber, muss man aber auch mal dazu sagen, er hat auch eine Riesenwetten, das Story, werde ich auch nicht vergessen. Das war das erste Mal, dass Wetten, dass auf Mallorca war, in dieser Stierkampf-Arena. Ja, damals noch moderiert von Thomas Gottschalk. Das war auch so ein Riesending. Also damals war Fernsehen, Leute, in den 90ern, das letzte große Fernsehjahrzehnt vielleicht. Das war unglaublich. Oder lass das Anfang der 2000er Jahre gewesen sein. Ja. Das war unglaublich. Und hier der Mambo Number 5 Mann musste, haltet euch fest, das war eine Riesensause, ja, der musste, glaube ich, 6 Zugaben spielen von seinem Mambo Number 5 Song in der Stierkampf-Arena, Wetten, dass, live. Ja, das war, ging ja um die ganze Welt auch, der Song irgendwie, ne? Das war ja nicht nur Deutschland bekannt, obwohl er ist Deutscher, und er ist Deutscher aus München, glaube ich, und hat aber eine dunkle Hautfarbe, sag ich mal so. Ja, stimmt. Und immer das Hütchen auch, natürlich auch. Ja, richtig. Und der übernachtete bei uns in Zimmer 601 und kam nach einem Auftritt wohl irgendwann spät in der Nacht mit 2, 3 brasilianischen Tänzerinnen sturzbesoffen ins Hotel und die Mädels wollten ihn in sein Zimmer bringen und er wollte aber unbedingt nochmal in den Pool. Ja, das kann man doch verstehen nach einem langen Arbeitstag, oder? Ja, genau. Jetzt war es aber so, dass der Pool halt bei uns im Hotel damals verpachtet war und somit nachts geschlossen, weil halt auch kein Personal da war. Es muss immer eine Aufsichtsperson da sein und so weiter. Und das ging natürlich nicht. Und dann habe ich versucht, ihm zu erklären, dass das eben nicht geht. Und dann fing er an, mich zu beschimpfen. So, das würde ich doch nur machen, weil er ein Schwarzer ist und so weiter. Und ich wäre Rassist. Das hat er sofort rausgeholt. Ja. Ach. Na gut, er war halt betrunken, also von daher. Ja gut, vielleicht hat er auch scheiß Erfahrungen gemacht vorher schon mal, dann war er auch noch betrunken. Also, okay, und dann, wie ging es weiter? Und dann habe ich halt eben immer noch weiter darauf beharrt, dass das leider nicht geht, dass mir das leid tut, aber es geht eben nicht. Und die Mädels immer schon so, jetzt komm und wollten ihn immer schon in den Aufzug ziehen, damit er ins Bett kommt sozusagen. Wie waren die denn was? Aber Entschuldigung, da muss ich gerade mal rein. Wie muss man sich die Szene vorstellen? Dieser Aufzug mit dem Mambo Number 5 Mann und ein paar brasilianischen Tänzerinnen. Jetzt stelle ich mir gerade vor, waren die in so einem kompletten bunten Samba-Outfit alle rein in den Aufzug oder wie muss man sich das vorstellen? Nee, also die waren halt mal auffällig geschminkt und so weiter, aber hatten jetzt normal würde ich es auch nicht sagen, haben halt Klamotten angehabt, die aber sehr gut auf die Reeperbahn passen, sag ich mal so. Oh. Also so muss man sich das vorstellen. Also ich sag mal so sexy Style. Ja, genau. Sexy Style für Sexy Time, okay. Und das heißt, in den Pool durfte er da nicht rein. Und was hast du dann mit ihm gemacht? Nein. Und er stand halt vor mir an der Rezeption, die Mädels dahinter, die immer versuchten, ihn wegzuziehen. Der riss sich dann aber nochmal los. Und wir hatten da auf dem Tresen so Terrakotta-Gefäße mit Blumen drin und Blumenerde und so weiter. Und da fing er an, die Blumen auszurupfen aus diesem Terrakotta-Gefäß und hat mir dann die Erde über dem Kopf ausgeleert. Ach. Woraufhin ich dann einfach nach rechts zum Telefonhörer gegriffen habe, aber 110 angerufen und gesagt, hier möchte jemand die Nacht nicht in seinem Zimmer verbringen. Au! Und ein paar Minuten später war die Polizei da und hat ihn mit in die Ausnüchterungszelle genommen. Nein! Du, der macht immer, wenn der so in Interviews oder in so Musiksendungen auftritt, der macht immer so einen sortierten Eindruck, dass der gar nicht so... Nee, war nicht. Ach, was? Hör mal! Also zumindest war es in der Nacht nicht so. Du hast den Mambo Number 5 Mann ins Gefängnis gebracht. Ja, also. Ich habe damals auch gedacht, wenn ich das jetzt an die Bild-Zeitung verkaufe, dann könnte ich, glaube ich, reich werden. Aber wie gesagt, Diskretion. Oh ja, da kriegst du so ein Tausi, kriegst du zugesteckt. Aber ich glaube, mehr auch wieder nicht, oder? Ich meine, es war ja nicht Michael Jackson. Es war ja der Mambo Number 5, Mann. Mein lieber Toga, hör mal. Also, ja, ich muss sagen, es haben schon ganz andere Promis auch so Zwischenfälle mit irgendwelchen Grünpflanzen in Hotellobbys. Ich erinnere mich an Kevin Großkreutz, ehemaliger Fußballnationalspieler, der, glaube ich, in einer
seiner Hotellobby auch, die sind ja auch nur in 5-Sterne-Hotels unterwegs, der erleichterte sich dann irgendwie, weil er nicht schnell genug ins Zimmer kam, erleichterte er sich in eine Grünpflanze in der Lobby vom Hotel und dann hat Yogi gesagt, unser Yogi Löw hat gesagt, weißt du was, Kevin, vielleicht fährst du nicht mehr mit auf Nationalmannschaft. Ich glaube, das ist für dich, das tut dir nicht so gut. Ich meine, es war Kevin Großkreuz. Ja, ich glaube ja. Also, mein Lieber, hör mal, jetzt haben wir schon über 2 Promis gesprochen. Hast du noch eine, hast du noch vielleicht eine schöne Promi-Begegnung gehabt oder so? Ja, also ganz viele. Es gibt nicht nur diese furchtbaren, sondern es gibt ganz viele tolle. Und da sage ich auch gerne die Namen. Ich denke, das schadet denen ja nicht. Eben ist bei meinem Vorgänger ist Peter Maffay angesprochen worden. Ja. Was ich übrigens bestätigen kann, dass die Band bei den Sängern immer gleich ist. Ja. Weil die Bands haben auch immer bei uns gepennt, egal wer der Frontmann war sozusagen. Man kennt sich, ja. Genau, also ich habe da zum Beispiel, das war ganz interessant, ich habe mit dem Karl Carstens, heißt der, glaube ich, oder Carstensen, Karl Carstens, oder Karl Carlsen, Karl Carstens, das ist der Gitarrist von der Band halt, ne? Ja. Ich glaube, Karl Carstens heißt der, oder Carlsen. Der war mal bei mir an der Rezeption und wir haben ganz nett miteinander geredet, als Peter Maffay da war. Und ich habe ihn halt gefragt, so, wie stehst du denn zu der Musik von, oder wie stehen Sie denn zu der Musik von Peter Maffay? Und da hat er drauf gesagt, naja, ist halt ein Job. Also, für die ist das halt ein Job. Die machen die Musik, weil die damit Geld verdienen. Ich verstehe. Da muss man nicht unbedingt ein Riesenfan von Peter Maffay oder Udo Lindenberg sein. Wenn man da gebucht wird für Studioaufnahmen oder für Konzerttouren, dann nimmt man das als Musiker halt mit. Ach, da sagte er das wirklich so direkt? Ja, ach, ist halt ein Job. Also, ich gebe euch mal den Link hier rein. Und so habe ich das eben mal gegoogelt. Hat mich nämlich jetzt auch mal interessiert. Ja, wir hatten das eben schon mit dem Tapper nämlich, ne? Du hast es eben auch schon angesprochen. Diese Nummer, dass wirklich die viele große deutsche bekannte Popstars und so oder Rockstars, wie auch immer, hier Westernhagen und so weiter, aus dieser Zeit, 80er, 90er und so, aber auch bis in die Nullerjahre, die hatten alle quasi die gleiche Bühnenband. Und ich gebe euch hier mal diesen Link rein. Das ist mir nämlich auch aufgefallen. Da dachte ich noch, aha, Mensch, was ist denn dran an diesem Gitarristen? Da habe ich nämlich diesen Karl Carlton, den habe ich nämlich Karl auch Carlton, immer wieder erkannt mit seiner Frisur und so. Und da dachte ich immer so, was ist denn da los, dass der immer überall dabei ist und so. Was ist das für ein Typ? Aber jetzt so langsam, aha, alle diese Großen hatten immer dieselben Musiker und Bands, Bandbesetzung dabei. Ja gut, aber andererseits, gab es denn in ganz Deutschland nicht noch einen anderen guten Gitarristen? Musste man immer diese Leute nehmen? Keine Ahnung. Aber ich finde das interessant, dass du das sagst, denn die haben damit halt Geld verdient. Ich meine, ja, gut, klar. Müssen die ja auch Geld verdienen. Also ich muss sagen, Peter Maffay, stehst du auf Peter Maffay? Ja, jetzt nicht direkt, aber wenn ich diese Geschichte kurz aufgreifen kann. Ja, bitte. Peter Maffay konnte zwar kaum über den Rezeptionstresen gucken, aber er war sehr sympathisch, ein sehr netter, zurückhaltender und freundlicher Mensch. Und er hat die gesamte Hotelcrew zu seinem Konzert kostenlos eingeladen. Ach. Er hatte irgendwie 30-jähriges Bühnenjubiläum in der Leishalle oder so. Und wir hatten eine Loge oder 2 Logen, wo wir alle da Platz hatten oben. Und er hat uns im Konzert auch begrüßt, was live im Fernsehen übertragen wurde, auf Sat.1, glaube ich, damals. So, ich grüße die Crew aus meinem Hotel und wir haben oben gejubelt. Yay! Und er hat uns hochgewunken und so weiter. Ein super freundlicher. Ach ja, das finde ich natürlich, also ein feiner Zug auf jeden Fall. Ja, das so würde ich irgendwie Peter Maffay, würde ich auch so spontan so einschätzen. Ich muss sagen zu Peter Maffay, ich habe den ja sowas, so Leute wie Peter Maffay, habe ich nie verstanden. So, pass auf. Und dann bin ich mal so im Auto gefahren und dann habe ich so irgendwie so einen Deutschlandfunk oder irgend sowas gehört. Und dann war da so ein Typ, der hat so eine Konzertkritik im Radio gegeben, ob man da zu dieser Tour hin müsste oder nicht. Und dann hat er so ein bisschen dieses Peter Maffay-Konzert so ein bisschen verrissen. So, dann sagte er so, ja, diese ganzen Indianer-Anmutungen und das hat alles so ein bisschen was von so einem Schamanen, der zu seinen Jüngern spricht und die Fans, die wären ja auch ein bisschen komisch. So war das in diesem Radiobeitrag. Und dann dachte ich so, also irgendwie, ich habe noch nie Bezug gehabt zu Peter Maffay und keine Ahnung, was das für Fans sind, aber ich hatte so ein Bild irgendwie im Kopf. Ich dachte irgendwie, ja, das ist ja, du konntest da noch nie so andocken. Aber, Leute, ich
Ich weiß nicht, woran das lag. Irgendwann des Nachts habe ich mal so du weißt ja, ne, man kommt von YouTube von eins aufs andere. Und dann bin ich irgendwann nachts, es war eine Sommernacht, ich weiß es noch, bin ich bei so Peter Maffay Konzertvideos gelandet. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Peter Maffay, der hat ja ein, zwei Lieder dann doch geschrieben. Und da war das auch live. Und da war auch dieser Karl Carlton dabei und so als Gitarrist. So Lieder wie Tiefer. Oder dieses Lied von diesem Tabaluga-Musical. Ich musste ja sagen, da war ich so 3 Uhr morgens, ich hatte die Balkontür auf, es war noch warm. Und dann diese Lieder, die ganz toll gespielt waren live. Und Tiefer und dieses Lied von Tabaluga, irgendwie das geht auch so von wegen, ich will nie erwachsen sein und so. Und ich fand das ganz, ganz toll gemacht. Muss ich sagen, ich werde nicht mehr der größte Peter Maffay-Fan, aber ich fand, das hat auf eine ganz bestimmte Art und Weise, in dem Moment hatte das eine ganz bestimmte Wirkung. Und wie gesagt, Leute, Lieder wie Tiefer und dieses Tabaluga-Lied live gespielt, hatte schon so einen gewissen Zauber. Da konnte ich verstehen auf einmal, was die Leute an Peter Maffay finden. Ja, also ich kannte Peter Maffay auch bis dato eigentlich auch nur von Über 7 Brücken musst du gehen. Ja. Das war so das Einzige, was ich so kannte von ihm. Also ich kann mich nicht mehr genau an das Konzert erinnern, ist ja schon viele Jahre her. Aber es hat gerockt, also wir hatten alle unseren Spaß da. Also es war richtig, ging richtig ab. Ja, lieber Toga, es war Sommer und sie war 83, oder? Das sind so die Gassenhauer. Ja, genau. Mein lieber Toga, also hör mal. Die Kelly Family zum Beispiel ist auch sehr sympathisch. Jetzt muss ich auflegen. Tschüss. Nein. ich glaube dir ja, dass die Kelly Family irgendwie auch sympathisch ist. Das ist ja auch alles klar. Ich lehne die Kelly Family ja einfach persönlich ab. Aber ich glaube schon, dass auch nicht. Aber so vom Menschlichen her und als Gäste im Hotel waren die total nett und zurückhaltend und haben gewartet, bis sie an der Reihe waren und überhaupt keine Starallüren oder irgendwie sowas. Also ich glaube das sofort. Ungebliebene Menschen. Ich glaube das sofort. Wenn da morgens, also bei Angelo ist es aber mittlerweile so, ne? Der ist ja auch so ein bisschen stämmig wie ich. Wenn da morgens kein Frühstücksbrötchen, kein Teilchen, kein leckeres süßes Teilchen mehr beim Buffet liegt, dann rastet Angelo Kelly aus, glaube ich. Ja. Früher vielleicht nicht, heute schon. Der Mann muss auch wie ich auf seine Kalorien kommen. Dann geht er ab. Aber ansonsten, ich kann mir das vorstellen, dass so eine Kelly-Family, die hat keine, die will, so ein Kelly will kein extra Kissen ins Bett, so ein Kelly will nicht noch spät ein Steak aufs Zimmer, so ein Kelly ist einfach, der ist froh, dass er überhaupt ein Dach über dem Kopf hat, oder? Ja, auf jeden Fall. Also zu dem Ausraster kann ich erzählen, es gibt eine blondierte, etwas ältere Comedy-Dame. Ach, aha. Die immer in so Overalls auftritt. Ah, kenne ich. Hatte ganz viel Fernseherfolg eine Zeit lang in den Nullerjahren. Ja, genial daneben und alles nichts oder und was weiß ich nicht. Ach alles. Nein, Entschuldigung, jetzt habe ich noch wieder an eine andere gedacht. Du meinst, die ganz Große, unsere ganz Große. Ja, genau. Ich habe eine Schwäche für die, seit diesem alles nichts oder Ding und so, ja. Ja, ja, ich bisher auch, bis sie bei uns im Hotel war, weil sie hatte, als sie angekommen ist, hatte sie kein Evian-Wasser auf ihrem Zimmer und ist also an der Rezeption extrem ausgerastet. Ich habe es allerdings nicht so mitbekommen, weil das der Kollege gemacht hat. Aber die hat richtig rumgebrüllt, ne? Und was für ein scheiß Hotel das wäre und so weiter, weil sie ihr Evian-Wasser eben nicht hatte. Aber wenn man sein Evian nicht kriegt, da kann man aber auch mal verrückt werden, oder? Ja, aber geht ihr das nicht so? Geht ihr das nicht so? Selten. Also ich kenne das so von Hollywood-Stars, dass die dann sich so ein paar Paletten, ein paar Kisten Evian bestellen, um da spät nachts noch drin zu baden und so. Solche Storys gibt es natürlich auch. Finde ich immer spannend, auch was sich die Leute so beim Konzert hinter die Bühne bestellen. Das finde ich auch immer interessant, wie der Backstage-Raum aussehen muss und so. Und dann hat, ich komme jetzt, die Story kriege ich nicht mehr zusammen, hat auch mal jemand erklärt, warum er so penible Anweisungen gibt, weil, keine Ahnung, komme ich nicht mehr drauf. Also manchmal ist auch tatsächlich mit Sinn und Verstand dabei. Tappa, mein lieber Tappa, ich danke dir ganz, ganz herzlich fürs dabei sein. Nee, ich bin Toga. Ja, ich weiß, sorry, ich bin gerade, Toga. Ciao, Tappa, gute Nacht und
lass dich morgen schön feiern, mein Lieber. Ich habe die DMs gesehen, lese ich später, mein Lieber. Ciao, gute Nacht, mein lieber Tapper. Und hier im Gespräch ist nicht Tapper, sondern Toga. Na klar, das weiß ich natürlich. Sorry. Kein Problem. Mein lieber Toga, hör mal. Also, du hast Michael Jacksons kleines Hütchen gesehen. Du hast, ja. Den Mambo Number 5 Mann ins Gefängnis gebracht. Peter Maffay hat dich aufs Konzert eingeladen. Mein lieber Toga, was will man mehr? Aber es hat dich nicht in der Hotelbranche halten können. Du bist trotzdem als einfach Nein. Erzieher geworden. Da warst du weg. Ja. Ja, also. Ich wollte noch einmal eine kurze Geschichte einwerfen, die zwar keine Promi-Geschichte ist, aber meine Lieblingsgeschichte aus meiner Zeit im Hotel, im Nachtdienst, war, als das Telefon klingelte und ein Nachbar, der gegenüber wohnte vom Hotel, sagte, Entschuldigung, wissen Sie eigentlich, dass jemand bei Ihnen Möbel aus dem Fenster schmeißt? Das war die schönste Geschichte. wer kommt denn auf solche Ideen? Ein Rolling Stone? Ja. Oder was? Ja, irgendwie ein Gast, der durchgedreht hat, der irgendwie Streit mit seiner Frau hat. Ich musste dann auch aus dem Hotel raus, einmal rumlaufen, um zu gucken, wo ist das denn? Welches Zimmer ist das denn? Und dann eruieren. Und tatsächlich flogen da Tische, Stühle, Sideboards und so weiter, flogen da aus dem Fenster. Das ist ja auch nicht so leicht, das Zeug. Landete auf dem Rasen. Nee. Ja. Aber das war kein Promi. Endete natürlich dann auch mit der Polizei. Nee, es war kein Promi. Es war kein Promi, das war irgendwie so ein Normalo, der ausgetickt ist, oder was? Ja, ja, genau. Ah, okay. Ja, es gibt auch schlimme Geschichten. Ich habe einen Selbstmörder gefunden und all solche Dinge sind nicht so schön. Ja. Aber natürlich haben wir auch schon mal einen nackten Mann auf dem Flur gehabt, der anrief und an der Rezeption und sagte, er hätte sich ausgeschlossen, ob ich nicht mal in sein Zimmer bringen könnte. Solche Dinge haben, wo man dann da steht und denkt, na, wo ist der denn rausgeflogen? Hat er es nicht gebracht? Oder? abserviert, raus mit dir, dich brauche ich hier nicht mehr, mein genau. Lieber. Ja, aber was man alles erlebt, also ich glaube, da wurden ja auch schon ganze Bücher drüber geschrieben, also ich sag mal, ja, nicht nur, also ich sag mal, es gibt wahrscheinlich auch 1000 gute Geschichten aus dem 3-Sterne-Hotel, aber natürlich aus dem 5-Sterne-Haus, da kommen natürlich so ein paar Komponenten zusammen, ne? Mein lieber Toga, und du hast sie ja heute mit uns geteilt, die Stories. Ja. Hör mal. Sehr gerne. 120. Colcalo-Show heute. Du warst dabei zum Thema Promis. Habe ich schon gesagt, dass wir viele Themen haben heute. Corona, Waffeln, Pfannkuchen, aber du warst dabei zum Thema Promis. Schon zum zweiten Mal hier in der Show dabei als Anrufer. Ich danke dir ganz, ganz herzlich dafür. Danke, mein lieber Toga, dass du dabei warst. Sehr Wenn gerne. Dich was interessiert, ruf gerne wieder an. Ich wünsche dir eine gute Nacht. Alles Gute. Bleib gesund, mein Lieber. Ihr auch alle. Okay. Ciao. Danke dir. Tschüss. Und unser Toga ist Erzieher, der macht einen wichtigen Job. Toga, alles Gute, mein Lieber. Und wie gesagt, ruf gerne wieder an, wenn dich mal was interessiert, wieder hier. Leute, ich habe mir was ausgedacht. Irgendwann demnächst machen wir das mal. Das hier kennt ihr natürlich, kennt ihr das noch? Ihr geht immer online, ne? Guck mal, unser ganzer Wortschatz oder fast unser ganzer Wortschatz in einem Buch. Kennt ihr gar nicht mehr, ne? Aber das ist alles online, ne? Also, pass auf, ich habe mir was ausgedacht. Demnächst machen wir hier mal so. Ich habe hier mein Stechmesser. Ich habe hier mein Stechmesser und ich habe hier den Duden. Und demnächst machen wir das mal so. Dann machen wir richtig Überraschungsthema. Dann starte ich die Sendung. Machen wir demnächst mal. Starte ich die Sendung und dann blätter ich hier so durch. Und dann gebe ich ein Codewort und dann, wenn ich dann sage, Chat, jetzt Codewort schreiben, dann blätter ich hier durch, ja, ich blätter hier durch und dann steche ich rein, wenn ihr das Codewort, der Erste, der das Codewort in den Chat schreibt. Und dann bin ich mit dem Messer, mit der Messerspitze auf irgendeinem Thema und dann nehme ich das rein als Thema in die Sendung. Zum Beispiel bin ich jetzt hier, ja, das ist jetzt irgendwie nicht so gut, ja, das ist natürlich, kannst du auch mal Pech haben, aber ich sage mal, irgendwo so in der Nähe, keine Ahnung, da müsste mal irgendwie hier zum Beispiel nähen, also wir stricken nur anders, wir häkeln anders häkeln, das ist nähen, wisst ihr. Also, zum Beispiel Thema nähen, dann schreibe ich hierhin in die Themenbox oder auf die Karte, schreibe ich das Thema nähen. Und dann machen wir noch so wie heute 2, 3 andere Themen dazu und dann haben wir das Thema Nähen, das Thema Immobilien, das Thema Pullover und das Thema Erdbeerkuchen. Keine Ahnung, das machen wir demnächst mal. Überraschungsthemen, frisch aus dem Duden hier auf den Tisch. Meine lieben Leute, so und für heute soll es das mal wieder gewesen sein. Leute,
ganz, ganz herzlichen Dank fürs Dabeisein heute, fürs Zugucken, fürs Moderieren, fürs Anrufen, fürs Mitmachen im Chat. Danke, Leute. Derzeit gibt es mich nur einmal in der Woche, demnächst auch wieder öfter. Ich arbeite dran. Leute, Hexe, Celine, Jule, Tappa, Toga, Grabwächter, alle, die ihr dabei wart, Baumwollpflücker. Leute, Shadow, danke, dass du reingeguckt hast. Danke, dass ihr dabei wart heute. Danke fürs Mitmachen, danke fürs Anrufen, danke für euren Support, für die Abos. Das Carlo-Herz geht raus zu euch. Kuss. Und jetzt leite ich euch direkt weiter zu jemandem, der macht heute einen 24-Stunden-Stream. Danke fürs Dabeisein, Leute. Bis nächste Woche. Ciao. Kuss. Dankeschön.